Boah, mir ist schlecht. Oh, mir ist so übel. Keine Ahnung warum, aber. Oh, ich. Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Was ist das für ein Sound? Oh nein, ich glaube, mein Schatz Lia muss sich übergeben. Oh Liebling, mir ist so übel, keine Ahnung warum. Oh. Oh nein, das ist nicht gut. Vielleicht hast du etwas Falsches gegessen, vielleicht hast du eine Lebensmittelvergiftung. Ja, du hast recht, ich leg mich besser nochmal ein bisschen hin. Oh Mann, was ist nur los mit ihr? Ich weiß, was hilft. Ich werde ihr was kochen. Und zwar ihr Lieblingsessen. Chinesische Pizza und deutsches Sushi für mich. Schatz, komm schon, ich habe das Essen vorbereitet. Du schläfst schon seit Stunden. Ja, ich komme. Oh, das ist aber lieb von dir, dass du das Essen zubereitet hast. Ich habe dein Lieblingsessen gemacht, chinesische Pizza. Oh, das ist nett, aber oh, der Geruch. Boah, mir ist wieder übel. Schon wieder? Oh mein Gott, ihr ist so übel. Ich muss schnell hingehen und schauen, ob es ihr gut geht. Liebling, geht es dir gut? Komm schon, sag was. Ist alles okay? Oh nein, mir geht es nicht gut. Mir ist einfach so übel und ich weiß nicht warum. Naja, könnte es vielleicht sein, dass du schwanger bist? Du hast recht, ich habe meine Tage nicht bekommen. Den ganzen Monat nicht. Kann es sein? Schatz, mach dir keine Sorgen. Ich werde schnell einen Schwangerschaftstest besorgen, okay? Kann es wirklich sein, dass ich schwanger bin? Ich meine, ich bin erst 25, aber ein Baby, wäre schon schön. Ich habe einen Test von der Nachbarin bekommen. Na gut, dann gib mir den Test. Ich muss schnell Pipi drauf machen. Und okay, ja, das sollte reichen. Und jetzt müssen wir eine Minute warten und dann steht das Ergebnis, ob wir schwanger sind oder nicht. Es wird alles gut, meine Liebe. Bitte, mach dir keine Sorgen. Aber ein Baby, das ist doch viel zu früh. Wir sind erst seit einem Jahr verheiratet, mein Lieber. Und wenn ich jetzt schwanger wäre... Oh, oh mein Gott, er ist positiv. Was hast du gesagt? Er ist positiv? Was bedeutet das? Bedeutet das, wir sind schwanger? Wir sind schwanger. Ich kann es nicht glauben, mein Liebling. Wir sind schwanger. Wir bekommen ein Baby. Oh mein Gott, du freust dich. Wir bekommen ein Baby. Du hast recht. Oh mein Gott, du hast recht. Wir bekommen ein Baby. Wir sind schwanger. Wir sind schwanger. Wir sind schwanger. Schnell, wir müssen zum Arzt. Guten Tag, Herr Doktor. Wir müssen bitte kontrollieren, ob meine Ehefrau wirklich schwanger ist. Sie können Dr. Alexander zu mir sagen. So, meine Liebe, setzen Sie sich bitte hin. Sehr gut. Nun, schauen wir mal, ob Sie schwanger sind. Dafür müssen wir ein bisschen von dem Mittel auf Ihren Bauch geben. Und mit diesem Ultraschallgerät sehen wir, ob Sie wirklich schwanger sind. Okay? Ja, also es schaut wirklich so aus. Ich kann nur gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind schwanger. Wir sind schwanger, mein Lieber. Kannst du das wirklich glauben? Vielen lieben Dank, Herr Doktor. Wie können wir sich bei Ihnen bedanken? Sie sind einfach der Beste. Naja, ich eröffne eine Pizzeria. Vielleicht können Sie mal hinkommen und Pizza essen. Sie heißt Alexanders Pizza, aber das müssen Sie nicht. Oh, natürlich werden wir hingehen. Komm, mein Lieber, gehen wir Pizza essen. 9 schwangere Monate später. Oh, ich habe so einen Kohldarf. Seitdem ich schwanger bin, kann ich einfach nicht aufhören, nicht zu essen. Ich esse einfach ohne Ende. Boah, das ist lecker. Boah, das ist ja auch so lecker. Und Pizza. Oh, ich habe noch ein bisschen einen Hunger. Ach, ein kleiner Snack kann schon nicht schaden. Okay, was esse ich als nächstes? Oh, einen Dürüm und ein Kebab. Oh ja. Und noch ein bisschen Burger und eine Torte nach dem Burger, weil Dessert. Oh, das ist so gut. Okay, ein Sandwich und eine Wassermelone und eine Torte, noch ein Stück Torte, Kartoffelchips und ein bisschen Popcorn. Boah, das ist so lecker gewesen. Oh, das ganze Essen ist ja weg. Es gibt nichts mehr zu essen, aber ich habe noch so einen Hunger. Du hast dein Essen und jetzt bin ich mit meinem Essen dran. Oh, wo ist das ganze Essen hin? Das war gar nicht so viel Essen. Es war nur ganz wenig und das Baby wollte das Essen. Und ich glaube, das Baby hat immer noch Hunger, Liebling. Okay. Hier, das Baby kriegt auch mein Essen. Guten Appetit. Hast du gehört, Baby? Haben wir nicht den besten Ehemann der Welt? Vielen lieben Dank, mein Schatz. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Hier, nimm. Iss. Guten Appetit. Boah, lecker. Da freut mich, dass es dir so geschmeckt hat. Na, jetzt bin ich dran. Oh, ich liebe Dürüm. Das beste Dürüm aus der Stadt. Boah,
Boah, ist das gut. Oh, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, mir ist ein bisschen übel. Oh nein, da hat sie es wieder ein bisschen übertrieben mit dem Essen. Das kommt davon, wenn man das Essen nicht kaut, sondern einfach nur einatmet. Ich verspreche es dir, ich werde in meinem Leben nie wieder mehr so viel essen. Ach, mein Liebling, was ist, wenn wir uns noch Essen bestellen? Hast du Bock auf Pizza? Ja, aber mit extra viel Käse. Oh, ich muss nur die Blumen ja noch gießen. Ich habe einfach den besten Ehemann der Welt. Er sorgt sich so um mich, schaut immer, dass ich Essen habe. Ach, oh. Was war das? Ah, was ist das für ein Stechen bei meinem Bauch? Oh, oh nein, die Fruchtblase ist geplatzt. Oh, ich bekomme das Baby. Oh, die Wehen haben gestartet, Liebling. Es ist soweit, wir bekommen das Baby. Das Baby, oh mein Gott, das Baby. Was sollen wir denn tun? Das Baby. Beruhig dich, wir müssen ins Spital kommen. Ja. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Oh, die Schmerzen sind so stark. Schnell. Ja, du hast recht. Warum bleiben wir eigentlich draußen stehen? Los, komm, wir müssen weiter rein. Komm. Wieso bewegen wir uns nicht? Oh. Schau mal, Papa, das ist so eine fette Frau dort. Guck mal. Ach, Harry Potter, du Idiot. Das ist nicht eine fette Frau. Sie ist schwanger. Ich muss es ja wissen. Ich bin Voldemort. Was ist schwanger bitte für ein Zauberspruch? Harry, ich sollte dich auf eine normale Schule schicken. In Hogwarts lernst du ja gar nichts. Oh, können wir bitte weitergehen? Mein Bauch. Oh, natürlich. Ach ja, Schwangerschaft. Ist das nicht was Schönes? Reißen Sie sich zusammen, Dumbledore. Sie haben schon 30 Kinder. Und wir sind Ron und Hermine. Bitte, Sie mit diesen öligen schwarzen Haaren. Sie müssen uns helfen. Was ist denn hier los? Mein Name ist Severus. Severus Snape. Was wollen Sie von mir? Das ist ein sehr merkwürdiger Name. Meine Frau ist schwanger. Bitte, Sie müssen uns helfen. Sie bekommt gleich das Baby. Rufen Sie die Rettung. Ja, ich habe solche Schmerzen. So, schwanger. Na gut, dann rufe ich mal ganz entspannt die Schwangerschaftsabteilung. Ja, hallo, wir haben hier schwangere Frau. Bitte schicken Sie jemanden, dass Sie abholen kommen. Was ist das für ein Spital? Komm, setz dich hin, Liebling. Komm, es wird sich jemand kommen. Wir müssen nur ein bisschen warten. Ah, Sie sind zurück. Oh, wie es ausschaut, bekommen Sie das Baby. Wenn mir noch eine Person sagt, dass ich schwanger bin und ein Kind bekomme, diese Person schlage ich. Retten Sie mich. Green, nehmen Sie das Kind aus mich raus und zwar sofort. Oh, naja, wenn das so ist, ich möchte nicht ins Gesicht geschlagen werden. Kommen Sie, wir bringen Sie sofort in den Kreissaal. Kommen Sie. Entschuldigung, mein Herr, ich wollte nur fragen, was für ein Shampoo Sie verwenden. Oh, Sie sind ja schon weg. Hey, wartet auf mich. Was für ein Shampoo sollte ich denn schon verwenden? Natürlich Head and Shoulders. Ach, keine Sorge, meine Liebe, es wird alles gut. Herr Doktor, diese Frau braucht eine Operation, denn das Baby kommt und es kommt nicht von alleine. Wir müssen es rausnehmen. Oh, natürlich. Also bitte, wir müssen sie als erstes narkotisieren und dann ziehen wir Ihnen mal die Garderobe an und legen Sie sich auf den Operationstisch. Sehr gut, sie schläft schon. Okay, es wird Zeit. Puh, das wird eine komplizierte Operation, das sehe ich jetzt schon. Okay, und hier und dort, aha. Puh, oh, was ist das? Hä? Das schaut merkwürdig aus. Warte mal. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, es ist alles gut mit meiner Frau. Wo sind Sie? Ah, dort ist der Operationssaal. Wie geht es meiner Frau? Alles ist im grünen Bereich. Keine Sorge. Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Puh, zum Glück. Was ist das? Oh mein Gott. Oh nein, meine schlimmsten Albträume. Es sind Komplikationen. Schnell, schnell, schnell. Wir werden sie sonst verlieren. Wir müssen schnell das Baby rausnehmen. Und okay, und hier. Und schaffen Sie es, die Mutter auch zu retten oder nur das Baby? Ich versuche jetzt auch schnell, die Mutter zu retten. Schnell. Oh nein, die Mutter. Sie ist von uns gegangen. Das tut mir so leid, Kleines. Soll ich es dem Vater sagen oder wollen Sie? Nein, Schwester Alexander, ich werde es machen. Ich sage es am besten dem Vater. Oh, ich hasse das an meinem Job. Mein lieber Herr, wir haben Ihr Baby retten können, aber... Nein, bitte, sagen Sie nicht aber. Bitte nicht aber. Für Ihre Frau kam jede Hilfe zu spät. Es tut mir unendlich leid. Wir haben unser Bestes versucht, aber das Beste war nicht gut genug. Ich weiß genau, dass Sie Ihr Bestes versucht haben. Vielen Dank. Was soll ich nur machen? Ich bin jetzt ein Vater, ganz alleine. Es wird alles gut werden. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Und Sie müssen Ihrer Tochter noch einen Namen geben. Ich werde sie natürlich Lia nennen, nach ihrer Mutter. Das ist ein wunderschöner Name. Na gut, ich lasse sie mal alleine. Auf Wiedersehen. Komm schon, kleine Lia. Geht es dir gut? Ich hab dich so, so lieb. Ich werde immer für dich da sein und auf dich aufpassen, kleine Lia. Ich kann's nicht glauben, dass es schon ein paar Tage her ist. Oh, Lia. Das ist deine Mama. Sie war eine bezaubernde Frau. Eine liebe Mama. Sie hätte dich über alles geliebt. Ich weiß genau, dass sie dich geliebt hat, Lia. Ruhe in Frieden, meine liebe Ehefrau. Komm, Lia, gehen wir nach Hause.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich bin hier für die monatliche Untersuchung des Babys. Ah, ja, ja, die kleine Lia. Legen Sie sie schon mal auf den Tisch. Komm schon, Lia, du brauchst keine Angst haben. Setz dich hier auf den Tisch und der liebe Doktor wird dich jetzt untersuchen und dann wird er schauen, ob alles okay ist. Naja, dann schauen wir mal. Okay, mach mal A. Aha, okay, das ist schon mal merkwürdig. Mhm. Aber wirklich, um 100% sicher zu gehen, sollte ich sie lieber nochmal abhören. So, komm her, meine Liebe. Mhm. Oh, ja, wie ich es mir gedacht habe. Ja, ganz sicher. Ihre Tochter hat eine kleine Abnormität, aber es ist nicht schlimm. Sie hat, glaube ich, Asthma. Oh mein Gott, sie hat Asthma? Was hat das zu bedeuten? Wird sie sterben? Was? Nein, 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 sie stirbt natürlich nicht. Bei Asthma sind die Atemwege verengt. Das heißt, wenn sie sich zu sehr aufregt, könnte es sein, dass ihr Abwehrsystem die Atemwege verengt. Das bedeutet, sie kann vielleicht manchmal keine Luft bekommen und dafür gibt es diesen Spray. Und er öffnet die Atemwege wieder. Oh, okay, ich dachte schon für einen Moment. Okay, Lia, ich werde auf dich aufpassen wie auf niemanden sonst. Ich will nicht dich auch noch verlieren. Geben Sie mir bitte den Spray. Ich werde den immer bei dir halten. Okay, Lia? Du musst dir keine Sorgen machen. Alles wird gut. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Vielen Dank. Willkommen zu Hause, liebe Lia. Das ist dein Zuhause. Was soll ich nur machen mit einem Baby alleine? Spielen wir Poker? Willst du etwas Computer spielen? Ich habe Minecraft und Fortnite. Gugu Gaga, Harry Potter. Gugu Gaga, Harry Potter. Ah, du willst Harry Potter lesen? Das haben wir leider nicht, aber wir haben die billige Fälschung. Harald Töpfer. Es war einmal ein kleiner Junge namens Harald. Er war ein Zauberer und ging in die Zauberschule Nierensteine. Wow, Papa, das war so eine tolle Geschichte. Es hat nur fast 2 Jahre gedauert, bis du mir das Buch zu Ende erzählt hast. Danke. Naja, die Joanne K. Rowling schreibt auch 34.000 Seiten in einem einzigen Buch. Ich will mal selber lesen lernen, Papa, bitte. Naja, du bist eigentlich erst 2 Jahre alt, aber schau hier, das ist das A. A. B. B. E. E. Wow, wie gut du das kannst, meine Liebe. Okay, warte, und dann geht's weiter. D. D. E. E. F. F. G. G. Du bist ja hochtalentiert. Schau, und so geht's weiter. Und so habe ich mit 2 Jahren angefangen zu lernen. Ich konnte schon lesen und schreiben, bevor ich überhaupt in den Kindergarten gekommen bin. Und ich habe es geliebt zu lesen. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Miau, 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 miau. Oh, guten Morgen, kleiner Hans-Peter. Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Heute ist es soweit. Papa hat gesagt, heute komm ich in den Kindergarten. Kannst du dir das vorstellen? Ah, guten Morgen, kleine Lia. Bist du schon angezogen? Oh nein, noch nicht. Warte, dann ziehen wir dich schnell an, denn heute kommst du in den Kindergarten. Freust du dich? Ich glaube schon, dass du dich freust. Komm, wir gehen in die Küche und dann gibt's was zu essen. Komm mit, kleine Ratte. Und du auch. Nee, schlafen. Oh, okay, ich glaube, er will schlafen. Also, Lia, worauf hast du Lust? Was willst du frühstücken? Ich weiß nicht. Was haben wir denn zu essen im Kühlschrank, Papa? Puh, das ist eine gute Frage. Wir haben alles, was du haben willst. Shampoo, einen Föhn, die Zahnbürste. Oh, hier dein Lieblingsessen. Knochiger Fisch. Und während du isst, werde ich schnell deine Lunchbox für den Kindergarten zubereiten. Als erstmal einen Tomatensaft, dein Asthma-Spray. So, das ist dein Snack. Oh, ich liebe knochigen Fisch. Ich liebe einfach knochigen Fisch. Und Hans-Peter, du bekommst jetzt auch was zu essen. So, wo haben wir unser Rattenessen? Ah, hier. Pizza, das ist das beste Essen für eine Ratte. Ich wünsche dir guten Appetit. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Jetzt musst du noch ein Bäuchchen machen. Diese süßen kleinen Tiere. Los, gehen wir in den Kindergarten. Schau mal, meine Liebe, Ratten überall. Papa, das sind keine Ratten, das sind Kinder. Oh, du bist neu hier. Hallo, mein Name ist Luna. Und mein Name ist Blake. Hallo, Luna. Hallo, Blake. Wollen wir Freunde sein? Oh, Lia, du hast gleich Freunde gefunden. Komm, gehen wir schnell rein und sagen Hallo und dann kannst du weiterspielen. Grüß Gott, ich habe angerufen. Das ist die kleine Lia und heute ist ihr erster Tag im Kindergarten. Willkommen, Lia. Ich hoffe, es wird dir hier gefallen. Ja, das wird es. Darf ich spielen gehen, bitte? Natürlich darfst du das. Spielen! Oh, genau. Eine wichtige Sache fällt mir gerade ein. Meine kleine Tochter hat Asthma und das ist das Spray. Das heißt, wenn sie sich zu sehr aufregt, müssen wir ihr diesen Spray geben. Oh, sie hat Asthma. Und natürlich, ich werde darauf achten, okay? Sehr gut, vielen Dank. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. So, zurück. Und ich lege ihn in die Tasche am besten hier einfach hin. Ich verabschiede mich noch schnell von meiner Tochter. Natürlich, auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf Wiedersehen. So, meine Liebe, ich werde jetzt gehen. Komm und gib Papa einen Bussi. Ein Bussi? Was ist das denn? Das hier. Tschüss, viel Spaß. Ciao, Papa. Hast du gesehen? Pff.
Ihr Papa hat ihr ein Bussi gegeben. Bist du ein Baby oder was? Baby, Baby, Lia ist ein Baby. Pff. Ich bin kein Baby, ich bin schon 3 Jahre alt. Ich wette, sie trägt noch Windeln wie ein Baby. Ja, wie ihr alle auch. Ja, genau, Kaka. Du trägst auch noch Windeln. Kaka, Pipi und Popo, warum seid ihr so gemein zu ihr? Hey, Lia, wie wär's, wenn wir ein Lied für dich singen? Ja, genau, als Begrüßung. Lialein ging allein durch den dunklen Wald hinein. Stock und Stut, sie hat Kaka in ihren Kopf. Hey, Kaka, hört auf damit. In ihren Kopf. Nein, hört auf, ihr seid gar nicht nett. Ihr seid so gemein. Ah, mein Hals. Ich krieg keine Luft. Lia, was ist los? Geht es dir gut? Was ist los? Was ist denn mit diesem Freak? Oh, ich hab Angst. Frau Maria, kommen Sie schnell. Kinder, was ist los? Oh, du hast einen Anfall. Hier, der Asthma-Spray. Schnell. Oh, es geht mir wieder gut. Danke, Frau Maria. Sie haben mir das Leben gerettet. Was ist hier passiert? Warum hat sie einen Anfall bekommen? Hat sie etwa jemand geärgert? Los, sagt es, Kinder. Nun ja, also diese 3 Jungs, die haben mich geärgert. Es war Kaka, Pipi und Popo. Sie haben Spottlieder über sie gesungen. Ach, Kaka, Pipi und Popo schon wieder. So, so, ihr mobbt schon wieder andere Kinder. Das werde ich wieder euren Eltern sagen, also. Aber wir sind unschuldig. Er lügt. Wir haben gar nichts gemacht, ja. Hört auf zu lügen. Ja, glauben Sie ihnen kein Wort. Ihr bleibt gefälligst hier. Ich werde jetzt eure Eltern anrufen. Also wirklich. Blick, du elendige Petze. Ich glaube, wir sollten ihnen eine Lektion erteilen. Genau. Komm, Kaka. Schlag ihn. Tch, glaubst du, ich habe Angst, gegen einen Kaka zu kämpfen? Ich bin kein Kaka. Mein Name ist nur Kaka. Nein, du bist ein Kaka. Na, warte, hier, nimm das, nimm das. Los, Kaka, los. Hier, Kaka, los. Hör auf, los, Kaka, los. Los, Kaka, los. Aha, ich habe dich geschlagen, du Würstchen. Ah, mein Kopf, ah. Au. Oh. Schau, wie er weint, wie ein Mädchen. Gehst du jetzt mit deinem Puppenspiel? Komm, ich bring dir eine Barbie. Loser. Kikiriki, 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 tara, 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 kikiriki. Katze. Ah, guten Morgen, Kitty. Ah, was bist du für eine süße kleine Katze mit deiner gelben Schleife auf dem Kopf. So süß. Hallo, Hund. Ja, Hund, du bist auch süß mit deinen grünen und roten Augen. So, ich ziehe mich jetzt an und jetzt, ach so, ja, ich sollte vielleicht mal Zähne putzen. Habe ich schon seit einer Woche nicht mehr gemacht. Das Erste, was ich mache, ich hole mal meine elektrische Zahnbürste, etwas Shampoo drauf und die Zähne putzen. Shampoo schaumt so gut im Mund. Das schmeckt aber nicht gut. Ich glaube, Shampoo ist nicht richtig. Haar schnell ausspucken. Oh, und jetzt? Oh, ich muss noch aufs Klo Pipi machen. Okay, abwischen. Und dann das Klopapier ins Klo reinwerfen. Und spülen nicht vergessen. Nachdem ich so viel Kacke gemacht habe, muss ich wieder was essen. Papa, kann ich bitte was essen? Oh, warte mal. Ich meine, guten Morgen, Papa. Möchtest du nicht noch schnell vorher diesen 2 Ratten was zu essen geben? Ja, stimmt. Ich möchte das machen. Okay, was haben wir im Kühlschrank? Na, schauen wir mal nach. Oh, das ist perfekt. Das ist das perfekte Essen für Tiere. Burger. Das werden sie lieben. Hier, ein Burger für dich und ein Burger für dich. So, jetzt bin ich dran. Was gibt es für mich zu essen? Komm, meine Liebe, setz dich hin. Ich bereite dir das Essen vor, okay? Also, ich mache natürlich dein Lieblingsessen. Einmal Katzenfutter. Nein, den Föhn gibt es morgen erst. Und Hundefutter. Das ist dein Frühstück. Danke, Papa. Das ist mein Lieblingsessen. Komm schon, iss brav auf. Dann kannst du rausgehen spielen. Okay, okay. Oh, ich liebe Knochen. Miau, miau, miau. Miau, miau. Wuff, wuff. Lecker. Oh, ich bin schon so voll, Papa. Magst du den Rest essen? Natürlich, ich liebe Katzencracker. Das ist einfach köstlich. Wer kann das denn sein, so früh am Morgen? Keine Ahnung, vielleicht ist das der Weihnachtsmann. Weil wir alle wissen, kommt der Weihnachtsmann Ende Jänner. Darf ich die Tür aufmachen gehen? Danke, Papa. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann. Oh, du bist ja gar nicht der Weihnachtsmann. Hallo, Blake. Hallo, Luna. Was? Der Weihnachtsmann? Nein. Guten Morgen, Lia. Magst du rauskommen spielen? Oh ja, ich muss schnell Papa fragen. Papa, darf ich rauskommen spielen? Bitte. Na, ich hoffe, er hat mich gehört. Natürlich darfst du rausgehen spielen, Lia. Aber hier, du darfst deinen Inhalator nicht vergessen. Du bist einfach der Beste. Danke, Papa. Los, Leute, gehen wir. Aber vergiss nicht, Lia, weil du hast ja Asthma und du darfst dich nicht überanstrengen, okay? Also sei vorsichtig. Viel Spaß, meine Lieben. Ja, Papa, keine Sorge. Los, Leute.
Gehen wir spielen. Ich freue mich so. Komm, gehen wir. Oh, wow. Oh, ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir eine Sandburg bauen? Das ist eine ausgezeichnete Idee, Lia. Los, fangen wir an. Also ich fange mit dem Grundstein an. Also hier machen wir mal die normale Burg. Und dann machen wir einen großen Turm da drüber. Genau so. Und dann kommt noch ein kleiner Turm links und rechts. Perfekt. Und dann noch ein mittlerer Turm obendrauf, damit er hoch ist. Wow, so hoch. Ich glaube, das geht noch höher. Machen wir noch einen kleinen obendrauf, damit er noch ganz, ganz hoch ist. Genau so. Wow. Der ist wunderschön. Wie sollen wir diese Festung nennen? Ich nenne sie Hogwarts. Nein, das ist kein cooler Name für eine Burg. Vielleicht fallen den Zuschauern einen coolen Namen ein. Ja, kennt ihr einen coolen Namen für die Burg? Dann schreibt das bitte in die Kommentare. Hey, schaut mal, da ist Dumm, Dumm und Dümmer. Oh nein, es ist Kaka, Pipi und Popo. Hey, was habt ihr da Blödes gebaut? Eine Burg. Nein, lass unsere Burg in Ruhe, geh weg. Du sagst uns nicht, dass wir weggehen sollen. Oh nein, die wollen sicher unsere Burg kaputt machen. Was sollen wir nur machen? Lia, ist doch egal, das ist nur eine Burg. Ja, Lia, hör doch auf deinen Schatzi. Los, haltet sie. Jetzt bleibst du bei uns. Und du kannst zuschauen, wie wir deine Burg kaputt machen. Nein, bitte, Kaka, mach das nicht, bitte. Nein, ich mach das eh nicht, versprochen. Reingelegt, oh, ist deine Burg kaputt geworden. Hast du toll gemacht, Boss. Ja, das sah super aus. Oh nein, wir haben so lange daran gebaut. Ich krieg keine Luft. Ja, schau mal, sie bekommt wieder einen Anfall. Oh nein, Lia, lass sie los. Los, Lia, nimm dein Asthma-Spray. Okay, mein Spray, hier schnell. Nein, 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 so schnell nicht. Gib mir dein Spray. Ich will sehen, was passiert, wenn du nicht dein Spray bekommst. Bist du verrückt? Willst du sie etwa umbringen? Gib ihr Spray zurück. Bitte, gib mir mein Spray. Ich bekomme keine Luft mehr. Wie lange, glaubst du, hält sie das auf ohne ihren Spray? Keine Ahnung, aber das werden wir jetzt herausfinden. Bitte. Hier, fang's doch. Ich hab's. Bitte. Hier, nimm du. Komm schon, Lia, ich gebe ihn dir, versprochen. Ich bekomme keine Luft. Hey, zu mir, Boss, zu mir. Komm und hol ihn dir. Das ist gefährlich. Bitte gib mir mein Spray wieder. Ach, du gehst mir auf die Nerven, Kaka. Gib ihr gefälligst ihren Spray wieder. Dann komm und hol ihn dir. Oh, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Und warte. Und dann, Lia, warum bewegst du dich nicht? Oh mein Gott, was ist passiert? Oh, schnell weg hier. Ich wusste nicht, dass das passieren wird. Also es... Was habt ihr denn geglaubt, ihr Idioten? Hier, nimm den Spray. Geht's? Du hättest sie fast umgebracht, Kaka. Bist du verrückt geworden? Was glaubst du eigentlich? Lass mich los, ich hab das ja nicht gewusst. Das sollte doch nur ein Spaß sein. Los, haltet ihn fest. Wir müssen ihm jetzt eine Lektion erteilen. Ach, mir reicht es jetzt langsam mit euch. Weg mit dem Spray. Na warte, du wirst jetzt was erleben. Nimm das. Au! Willst du noch eine? Bist du wahnsinnig? Was hast du gemacht? Und lass den gefälligst los, wenn ihr nicht auch was mit diesem Stock auf den Kopf haben wollt. Und eine Strafe für dich. Au, hier, nimm das. Und für dich auch noch eins. Sie hat uns gehauen. Und jetzt du, Kaka. Nein, bitte nicht. Ich will zu meiner Mami. Blake, ist alles okay mit dir? Ja, also ich... Ich hätte das selber geschafft. Du hättest mir nicht helfen müssen. Was? Wieso bist du böse auf mich? Ich wollte dir doch nur helfen. Wow, Lia, du warst so stark. Du wirst wie eine Superheldin. Die werden sich jetzt über mich lustig machen, dass mir ein Mädchen geholfen hat. Aber Blake, ist doch egal, was sie sagen. Ich wollte dir nur helfen, weil du mir geholfen hast. Ich brauch doch keine Hilfe von einem Mädchen. Mädchen sind schwach. Ich bin ein Junge. Ich bin 1000-mal stärker. Wie kannst du nur so gemein sein? Sie wollte dir doch nur helfen. Nimm das gefälligst zurück, Blake. Ach, lasst mich gefälligst in Ruhe. Ich möchte nicht mehr mit euch spielen. Ich möchte nie wieder mehr mit euch befreundet sein. Habt ihr mich verstanden? Aber Blake, was ist los mit dir? Lasst mich einfach in Ruhe, ihr Zicken. Aber wenn ich ihm nicht geholfen hätte, hätten sie ihn geschlagen. Du hast das Richtige gemacht, Lia. Denk nicht drüber nach, was er gesagt hat. Komm, gehen wir ins Haus. Seit diesem Tag war Blake nicht mehr dasselbe. Er hat nicht mehr mit uns geredet und nicht mehr gespielt. Und ich konnte auch gar nicht mehr mit ihm reden. Doch eines Tages ist er dann zu mir nach Hause gekommen. Und du kannst es dir nicht vorstellen, ich habe so einen großen Fisch gefangen. Ach, ja, das ist echt cool, Papa. Ach, was soll ich nur machen mit
Blake. Ist alles okay, Lia? Normalerweise liebst du meine Geschichten, wenn ich dir über das Fischen erzähle. Was ist denn los? Ach, Papa, Blake redet seit 2 Wochen nicht mehr mit mir. Er möchte mir nicht mal mehr ins Gesicht schauen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, denk dir nichts dran. Das wird sich widerlegen. Das vergeht meistens. Wahrscheinlich hast du recht. Komm schon, Blake, verabschiede dich von deiner Freundin. Du wirst es bereuen, wenn du dich nicht verabschiedest. Ach, für was muss ich das machen? Wir ziehen jetzt um und du wirst sie nie wieder mehr sehen. Also verabschiede dich gefälligst. Oh, Frau Blake, was höre ich da? Sie ziehen um? Ja, wir haben 1 Million in Lotto gewonnen und wir ziehen um in ein großes Haus in eine andere Stadt. Ist das nicht toll? Warte, was, Blake? Ihr zieht um? Ach, was tust du so? Wir sind nicht mal Freunde. Ja, das hast du mir schon gesagt, aber ich werde dich trotzdem vermissen, für immer. Ach, ich bin froh, dass ich dich nie wieder mehr sehen werde. Komm, Mama, gehen wir. Ach, ich weiß nicht, was mit diesen Jungen passiert ist. Keine Ahnung. Es tut mir wirklich leid, Lia. Auch wenn du mich nicht vermissen wirst, ich werde dich immer vermissen. Na gut, wir müssen los. Unser Flieger wartet. Tschüss, meine Lieben. Tschüss. Blake. Oh, ich kriege wieder keine Luft, Papa. Oh, was? Du bekommst keine Luft? Was sollen wir tun? Den Asthma-Spray. Oh, ja klar. Hier, nimm ihn. Schnell. Papa, das hilft nicht. Oh. Und dann, wir müssen ins Spital. Los, ich rufe schnell die Rettung. Dieses arme kleine Mädchen hat einfach einen so starken Anfall gehabt. Los, komm, Kleine. Bitte, Sie müssen meine Tochter retten. Ich will sie nicht auch verlieren wie meine Frau. Keine Sorge, wir sind das beste Spital weit und breit. Komm, Kleine, mach dir keine Sorgen. Herr Doktor, wir haben hier ein kleines Mädchen, 3 Jahre. Sie hat einen Asthmaanfall gehabt, der so stark war, dass der Spray nicht geholfen hat. Schnell. Machen Sie sich keine Sorgen, das schaffe ich schon. Hast du gehört, Lia? Alles wird gut. Na dann wünsche ich euch nur das Allerbeste. Herr Doktor, tun Sie doch etwas. Sie bekommt kaum Luft, bitte. Nur ruhig mit den jungen Pferden. Okay, schauen wir sich mal an. Okay, zeig mal. Oh. Ich sehe schon. Hier, nimm diese Spritze. Die sollte deine Lungen wieder beruhigen. Und wie geht es? Geht das Atmen jetzt leichter? Du kannst die Maske runternehmen. Oh, ja, es geht wirklich besser, danke. Was hat denn diesen starken Asthmaanfall verursacht? Nun ja, ihr bester Freund zieht um und er war ziemlich gemein zu ihr. Ah, ich sehe schon. Das liegt daran, sie hatte einen zu starken emotionalen Stress und da hat ein normaler Spray nicht mehr geholfen. Was sollen wir nur tun, wenn wieder so etwas passiert? Schauen Sie, ich gebe Ihnen nochmal einen Spray, aber der ist diesmal doppelt so stark. Der sollte dann helfen. Danke, ich werde niemals ohne den Spray außer Haus gehen. Ja, das würde ich euch auch nicht raten. Oh, und bevor ich es vergesse, ich lade euch herzlich ein auf Alexanders Pizza. Oh, vielen Dank, das ist sehr nett, aber wir haben gerade nicht wirklich Hunger auf Pizza, aber danke. Guten Morgen. Oh, Lia, du schläfst ja immer noch. Steh auf, wir kommen sonst zu spät. Oh nein. Oh, zum Glück hast du mich aufgeweckt. Ich hätte 100% verschlafen. Red nicht so viel, sondern zieh dich an. Wir kommen sonst zu spät. Am ersten Schultag auch noch. Jalla, Schwester, chill. Okay, ich beeil mich. Okay, das Erste, was ich machen muss, ist mich mal mein Kleid anziehen. Genau, mein Outfit. Sehr schön. Hast du nicht etwas vergessen? Oh ja, stimmt. Meine Spange. Ach so, ja. Und was Unwichtiges, meine Schulbücher mit dem Rucksack. Okay, ich bin fertig. Wir können losgehen. Weniger Blabla, mehr Ham. Komm, gehen wir. Wir haben es noch gerade rechtzeitig geschafft. Luna, ich habe ein bisschen Angst. Was ist, wenn ich einen Anfall bekomme in der Schule? Ach, das wird schon nicht passieren. Mach dir keine Sorgen. Einfach ruhig Blut. Ja, du hast recht. Einfach positiv denken. Das ist die Einstellung, die ich sehen will, Lia. Na dann, auf ins Gefecht. Lass uns reingehen. Wow, diese Schule ist aber schön. Schau mal, das ist mein Spind und dort ist dein Spind. Genau da. Perfekt. Ich bin schon so aufgeregt, was für Klassenkameraden wir haben werden. Ja, du hast recht. Komm, lass uns in die Klasse losgehen. Wow, was für ein großer Schulsaal. Oh, schau, da ist ein Platz frei für mich. Wir können sogar nebeneinander sitzen. Sehr gut, jetzt wo alle Kinder da sind, möchte ich mich mal vorstellen. Mein Name ist Claudia Corona und ich bin eure Klassenlehrerin. Und wir fangen gleich mit dem Unterricht an. Und zwar fangen wir an mit Mathematik, mein absolutes Lieblingsfach. Wer kann diese schwere Aufgabe lösen? 25 plus 25 ist wie viel? Ach, das ist doch ganz einfach. 25 plus 25 ist 25. Wow, Jack, das war sehr gut. Das ist richtig. 25 plus 25 ist 25. Okay, wer weiß die nächste Aufgabe? 25 minus 25. Wer kann das lösen? Jetzt nehme ich mal ein Mädchen und zwar du. Wie wär's mit dir, Lia? 25 minus 25 ist natürlich 50. Wow,
das ist auch richtig. Sehr gut, Lia, das hast du jetzt sehr gut gemacht. Natürlich ist 25 minus 25 50. Die nächste Aufgabe wird aber richtig schwer. Wie viel ist 1 plus 1? Wie wär's mit dir, Vanessa? Ach, das ist doch ein Babykram. 1 plus 1 ist 2. Oh, das tut mir aber leid, das stimmt nicht. 1 plus 1 ist 11. Ich glaube, du solltest noch etwas mehr lernen. Ich gebe dir eine extra Hausaufgabe, okay, Vanessa? Ich will nicht extra Hausaufgaben haben. Tut mir leid, Vanessa, sonst wirst du es nie lernen. Als nächstes haben wir dann Deutsch und Biologie. Ich gehe schnell ins Klassenzimmer und hole die Übungen, die wir heute machen werden. Wow, Lia, ich hätte diese Aufgabe nicht lösen können. Oh, danke dir, Luna. Ich liebe Mathematikaufgaben zu lösen. Ich muss echt sagen, Hut ab, denn diese Aufgabe hätte nicht mal ich lösen können. Oh, könnt ihr Streber bitte mal ruhig sein? Oh, ich möchte das nicht hören. Oh, das tut mir leid. Werd natürlich ruhig sein. Wir wollten dich nicht stören. Hey, Neue, was hast du übrigens an? Wie schaust du bitte aus? Diese Haare und dein Outfit. So uncool. Also, ich würde lieber tot sein, als mit so einem Outfit in die Schule zu kommen. Also, ich, mein Papa hat mir das gekauft und... Oh. Oh, ich kriege irgendwie wieder keine Luft mehr, oh nein. Oh nein, Lia, du hast wieder einen Asthma-Anfall, schnell. Was für einen Anfall hast du? Oh nein, ich muss schnell mein Spray holen. Ah, hier ist er. Oh, wie peinlich, jetzt habe ich genau in der Klasse einen Anfall bekommen. Was war das denn für eine schlechte Show? Du machst doch einfach alles, um die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Lia, was war das? Geht es dir gut? Oh, bitte mach dir keine Sorgen, Jack. Ich habe nur einen Asthma-Anfall gehabt. Das habe ich ab und zu, wenn ich zu starke Emotionen habe. Ja, genau, Lia. Ach, du bist so ein Pick-me-Girl, das ist unglaublich. Na, dann hoffe ich, dass es dir bald wieder besser geht, Lia. Ach, du brauchst dir überhaupt keine Sorgen machen, Jack. Sie hat das schon seit ihrer Geburt. Ja, genau. Oh, da kommt ja schon die Lehrerin. Na, das war mal ein Auftritt und das gleich am ersten Schultag. Ach. Aber zum Glück ist nichts weiteres passiert. Und dann war der erste Schultag auch schon zu Ende. Also der erste Schultag war ja super spitze. Ja, du hast vollkommen recht. Und ich mag auch unsere Lehrerin. Ja, das stimmt. Die Lehrerin ist echt spitze. Na gut dann. Oh nein, ich komme zu spät. Hä? Warum? Was ist los? Ich habe meiner Mama gesagt, dass ich gleich nach der Schule nach Hause komme. Ich muss los. Hey, magst du nicht auf mich warten? Ach, na gut, dann muss ich wohl alleine nach Hause gehen. Ach. Luna ist echt eine Chaotin, aber sie ist meine beste Freundin. Ach, jetzt habe ich extra Hausaufgaben. Oh, schau mal, wer da ist. Ein Opfer. Oh, hallo, Lia. Wie geht es dir? Oh nein, ich meine, aha, hallo Vanessa. Hey Lia, ich wollte mich nur dafür entschuldigen, dass ich so gemein zu dir war. So bin ich normalerweise wirklich nicht. Ach, alles vergeben und vergessen, Vanessa. Wirklich, mach dir keinen Kopf. Wow, du hast aber einen coolen Rucksack. Darf ich dir mal anschauen? Oh, ah, ups. Ah, jetzt ist er mir wohl nach oben geflogen. Oh nein, mein Rucksack. Ah. Ich komme da nicht hoch. Das kommt davon, wenn du so eine Streberin bist. Streberin. Bitte. Oh nein, ich bekomme wieder einen Anfall. Ich muss schnell mein Spray holen. Ach, jetzt hör auf zu simulieren. Niemand glaubt dir das. Schnell, mein Spray. Ach, zum Glück. Hey, gib das her. Ich möchte mir das anschauen. Bitte, Vanessa. Natürlich kannst du es wieder haben. Ups, ach, es ist mir wieder nach oben geflogen. Wie du springst. Wie so ein Affe. Viel Spaß, Lia. Oh nein. Ich spüre, dass ich keine Luft bekomme. Hä? Was ist denn das für ein Geräusch? Lia, was machst du? Mein Spray. Was, dein Spray? Wo ist er? Vanessa, sie hat ihn oben raufgeworfen und ich kriege keine Luft mehr. Bitte hilf mir. Oh mein Gott, warum macht sie denn sowas? Okay, warte, ich hole ihn schnell für dich. Und hier, benutze ihn schnell. Danke. Oh, du hast mir das Leben gerettet. Danke dir. Einen so süßen Mädchen wie dir rette ich gerne das Leben, Lia. Jack, kannst du bitte aufhören, so einen Blödsinn zu reden und mir helfen, meinen Rucksack oben runterzunehmen? Ich komme da nicht hin. Was würdest du nur ohne mich machen? Ich bin wohl dein Ritter in weißer Rüstung. Wow, Jack, du bist ja überhaupt nicht eingebildet, aber du hast mir wirklich das Leben gerettet. Vielen lieben Dank. Wie kann ich mich nur revanchieren? Ich weiß, wie du dich revanchieren kannst. Lass mich dich nach Hause bringen, sonst passiert wieder irgendwas. Eigentlich brauche ich ja deine Hilfe nicht, aber wenn du drauf bestehst, kannst du mich gerne nach Hause bringen. Und da sind wir auch schon. Danke dir, Jack. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir nach Hause zu gehen. Hey, das Vergnügen war ganz meinerseits. Ich fand's auch richtig spaßig und dass ich dir zweimal das Leben retten konnte.
Lia, vielleicht wenn du Lust hast, können wir mal wieder nach Hause gemeinsam gehen. Hey, von mir aus können wir das gerne nochmal machen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich kenne sonst kein anderes Mädchen, das Mathematik genauso liebt wie ich. Also, dann abgemacht. Ab heute werden wir jeden Tag gemeinsam nach Hause gehen. Vielen Dank. Okay, super. Tschüss. Wow, ich habe gleich einen neuen Freund gefunden und das am ersten Schultag. Na gut, ich sollte mal reingehen. Hallo Papa, ich bin da. Oh, wir haben ja besucht. Oh, sorry. Lia, kennst du mich etwa nicht? Ich bin es. Lia, kennst du etwa nicht deinen alten Freund Blake? Er ist zurückgezogen. Er ist jetzt unser Nachbar. Ist das nicht toll? Blake? Du bist wieder da? Also ich habe dich noch nie sprachlos gesehen, Lia. Na gut, dann lasse ich euch mal alleine. So, Blake, du bist also wieder da. Wie geht es dir? Oh, danke, mir geht's sehr gut. Wir haben ja Millionen gewonnen und meine Eltern haben die Millionen sogar noch zu Milliarden gemacht. Das freut mich zu hören. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht. Na, wie soll es mir schon gehen? Ich bin Multimillionär, hallo? Natürlich geht es mir gut, ich bin reich. Das freut mich, aber du weißt eh, Geld ist nicht alles. Es geht nicht immer nur ums Geld. Ja, das sagen meistens Leute, die selber nicht viel Geld haben, so wie du. okay, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ew, da ist eine Ratte auf dem Stuhl. Schnell weg mit ihr. Ich hasse Ratten. Oh, ich hab dir das Leben gerettet, weißt du? Blake, bist du wahnsinnig? Das ist keine Ratte, das ist mein Hund. Geht es dir gut, Stinky? Alles okay? Ew, wieso nimmst du dir so einen ekelhaften Hund, der ausschaut wie eine Ratte? Sei mir lieber dankbar, wir sollten ihm weghauen. Bist du wahnsinnig, mein Haustier Stinky weghauen zu wollen? Ich glaube, du spinnst wohl. Ach, du bist genauso wie damals eine eingebildete Ziege geblieben. Es hat sich gar nichts verändert. Okay, und du bist wie damals ein oberflächlicher Typ geblieben. Und jetzt verschwinde von meinem Haus und komm nie wieder. Ach, in dieser Bruchbude will ich nicht eine Sekunde länger bleiben. Oh, Stinky, geht es dir gut? Ach, dieser Blake, der hat sich überhaupt nicht verändert. Warum musste er zurückkommen? Kikiriki, 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 kikiriki. Oh, ich liebe es, in der Früh von meiner kleinen Katze geweckt zu werden. Hallo, Kitty. Oh, du bist so brav. Hey, Kitty, hast du Lust, meine Morgenroutine mit mir durchzumachen? Los, gehen wir. Das Erste, was ich immer mache, ist natürlich Zähne putzen. Und dafür gebe ich ein bisschen Zahnpasta auf meine elektrische Zahnbürste. Und jetzt putze ich mir die Zähne und dir natürlich auch, Kitty. Und das für dich? So, das war's auch schon. Jetzt müssen wir die Zahnpasta ausspucken, Kitty. Los, du als erstes. Und jetzt ich. Und das war's auch schon, Kitty. So bin ich immer in der Früh. Es geht eigentlich relativ schnell. Du hast Glück, heute muss ich nämlich nicht aufs Klo gehen, weil gestern hatte ich tierischen Durchfall. Und jetzt müssen wir uns nur noch anziehen. Genau. Und dann noch meinen Rucksack nehmen mit den ganzen Schulbüchern. Das ist nämlich wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, heute komme ich ausnahmsweise mal nicht zu spät in die Schule. Ha, da wird sich Luna aber wundern. Guten Morgen, Luna. Na, kannst du das glauben? Heute komme ich mal nicht zu spät in die Schule. Stimmt, ich muss ein X ins Kalender machen. Ach, so oft komme ich doch gar nicht zu spät. Also, du übertreibst schon ein wenig. Ach so, eines wollte ich dir erzählen. Weißt du, wer gestern bei uns zu Hause war? Also das ist meine neue Schule. Huh. Oh, wer ist denn diese Milchschnitte? Oh, hallo Lia, ich wollte dir etwas sagen. Lia, wer ist das? Woher kennst du diesen Jungen? Das ist unser alter Freund Blake, der gestern bei mir zu Hause war und einfach meinen Hund getreten hat. Du meinst aber nicht Blake von damals. Und was? Er hat Stinky getreten? Genau, deswegen bin ich hier. Ich hoffe, du verzeihst mir. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe und warum ich das gemacht habe. Bitte verzeih mir. Was? Du entschuldigst dich? Ich hatte gestern einfach so einen schlechten Tag und ich hatte so viele Gefühle, weil ich dich wieder gesehen habe. Es tut mir wirklich leid. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben, auch wenn das nicht nett war. Aber okay, ich verzeihe dir. Das freut mich. Vielleicht können wir wieder Freunde sein. So wie damals. Das würde mich echt freuen, wenn wir wieder Freunde sind, Blake. So wie früher. Hey Blake, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin es, Luna. Oh ja, stimmt, Luna. Hey Luna, meine beste Freundin. Kannst du bitte meinen Rucksack zurück in den Spind legen? Das wäre super lieb von dir, weil ich weiß nicht, wo mein Spind ist. Vielleicht kannst du mir helfen. Ja klar, dein Spind ist einfach hier. Schau, das ist einfach der einzige leere Spind. Hey Blake, Luna ist nicht deine Sklavin. Natürlich nicht, die macht das doch freiwillig, oder Luna? Ja genau, ich mach das freiwillig. Ich sollte dann mal in die Klasse gehen, ich gehe nämlich in die 1D. Was, wirklich? Das ist genau die Klasse, wo ich gehe. Ja, meine Mama hat nämlich der Schule viel Geld gespendet, damit ich genau in dieselbe Klasse gehe wie du, Lia. Man sieht sich. Ach, dieser Blake, warum ist er so eingebildet? Hey, vielleicht ist er einfach nur nervös und er schaut schon richtig gut aus, findest du nicht? Keine Ahnung, aber sein Verhalten ist nicht sehr attraktiv. Was weißt du schon, was attraktiv ist oder nicht? Ich meine, schau dich an, was du anhast und wie deine
Haare sind. Oh nein, es ist wieder Vanessa. Komm, gehen wir, sie will sicher nur Streit anfangen. Guten Morgen, liebe Kinder. Ich möchte euch heute einen neuen Schüler vorstellen. Und zwar ist das der liebe Blake hier. Er ist von New York hergezogen. Vielleicht magst du selbst irgendetwas über dich erzählen? Hallo, mein Name ist Blake. Ich bin ein Multimillionär und habe die ganze Welt bereist. Und ja, ihr habt die Ehre, dass ich euer Klassenkamerad bin. Oh, das ist nett von dir. Na gut, du kannst dich mal hinsetzen. Ich gehe mal die Stunde vorbereiten. Was zum Geier? Er schaut so gut aus und ist auch noch Multimillionär. Hey, du da mit dem Loch in der Augenbraue. Geh weg, ich möchte hier sitzen. Oh mein Gott, das macht er sicher nur, weil er neben mir sitzen will. Ich merke schon, dass du daran gewöhnt bist, dass jeder hüpft, wenn du sagst spring. Aber das wird's hier nicht spielen. Aber schau, hinter mir ist ein Platz frei. Dort kannst du dich ruhig hinsetzen, mein Freund. Was? Du widersprichst mir? Wenn er nochmal so frech ist, werde ich ihn von der Schule verweisen lassen. Los, Luna, geh weg. Ich sitze jetzt hier. Was? Nein, das ist mein Platz. Ich sitze schon das ganze Jahr hier. Ich möchte neben Lia sitzen, also geh weg, Luna. Okay, okay. Ach, nein. Was fällt dir eigentlich ein, Leute so herumzukommandieren? Du bist nicht ihr Boss, nur weil du reich bist. Aber du solltest dich lieber geschmeichelt fühlen. Ich möchte doch nur neben dir sitzen, meine Liebe. Wieso mag der Neue die Lia? Sie verdient die nicht. Er ist Millionär. Er sollte mich mögen. Und seit dem Tag sitzt Blake einfach neben mir. Vielleicht ist Blake nur so komisch, weil er neu ist und ein bisschen nervös oder so. Ich kann es nur hoffen, dass er nicht immer so bleibt. Liebe Kinder, ihr bekommt jetzt die Tests zurück, die wir letzte Woche geschrieben haben. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Noten und ganz besonders mit zwei von euch. Und zwar haben zwei von euch nicht nur eine 1 geschrieben, sondern eine 1+. Und zwar bist das du, Luna. Wow, nicht nur, dass du wunderschön bist, sondern auch noch so schlau. Oh, vielen Dank, Frau Lehrerin. Ich habe mich auch sehr angestrengt und sehr viel gelernt. Und die zweite 1+ geht natürlich an den zweitbesten Schüler der Klasse, und zwar an unseren lieben Jack. Danke, der Test war auch sehr leicht. Ihr zwei wart einfach spitze. Dann hatten wir zwei Schularbeiten mit einem 2er. Und zwar ist der eine von unserer lieben Luna hier sehr gut gemacht. Ja, ich habe mich bei ein, zwei Übungen verrechnet, aber danke. Und der nächste 2er geht an unsere liebe Hermine. Vielen Dank, ich mache diese Muggeltest nur zum Spaß. Die nächsten Noten gibt es 2 3er. Und zwar ist das einmal für diesen Jungen namens Harry Potter. Und für dich, Ron Weasley, auch einen 3er. Ihr müsst euch ein bisschen besser anstrengen das nächste Mal. Ja, ich muss sagen, für das, dass wir in Hogwarts keine Mathematik lernen, ist das schon ein guter Test. Das stimmt, in Hogwarts haben wir nicht mal lesen und schreiben gelernt. Die nächsten Noten sind leider nicht sehr gut, und zwar ist das einmal für dich, Mirabelle. Bitte streng dich nächstes Mal mehr an. Und dann von zwei von euch Schülern bin ich sehr, sehr enttäuscht, und zwar habt ihr eine 6 geschrieben, und zwar bist das einmal du. Was? Ich habe eine 6 geschrieben? Aber wie kann das sein? Meine Eltern spenden der Schule doch sehr viel Geld. Ja, das ist sehr nett von deinen Eltern, aber trotzdem. Und du, Vanessa, hast leider auch eine 6 geschrieben. Aber wie kann das sein? Ich habe doch alles von Blake abgeschrieben. Oh. Ja, Vanessa, du solltest nächstes Mal von einem guten Schüler abschreiben und nicht von einem schlechten. Aber vom Rest der Klasse bin ich sehr, sehr stolz. Ihr habt es sehr gut gemacht. Wow, Jack, wir haben einfach beide alles richtig geschrieben. Das Zusammenlernen hat schon sehr viel geholfen, muss ich sagen. Warte, was? Ihr lernt zusammen? Oh, das ist ja Schummeln. Nein, das ist nicht Schummeln. Das ist einfach gemeinsam Übungen machen. Aber weißt du, was Schummeln ist? Zu hoffen, dass wenn deine Eltern viel Geld spenden, dass du dann bessere Noten automatisch bekommst. Will ich nur sagen. Hey, wenn du willst, kannst du gerne mit mir und Jack gemeinsam lernen und Übungen machen. Das habe ich doch nicht nötig. Okay, wie du meinst. Irgendwie habe ich mich ja sehr gefreut, dass Blake nicht mit uns lernen will, denn ich genieße die Zeit mit Jack. Gemeinsam in der Bücherei, lernen, alleine. Okay, und bei dieser Lösung... Ah, das ist die Lösung von dieser Antwort. Okay, okay. Und die nächste ist... keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche das Buch. Wo ist dieses eine Buch, wo die Lösung drinnen ist? Hä? Hier ist es nicht. Da. Ist es vielleicht hier? Hier oben? Nein. Hä? Wo ist das Buch nur? Wo kann es nur... Oh, es liegt hier bei Jack, aber er schläft. Wenn ich ganz leise bin, vielleicht kann ich es von ihm wegnehmen. Ganz, ganz vorsichtig. Ich will ihn nicht aufwecken. Hast du mich etwa beim Schlafen beobachtet? Was? Nein, ich habe nur dieses Buch gebraucht. Und das soll ich dir glauben? Wahrscheinlich wolltest du mir im Schlaf jetzt einen Kuss geben. Was bildest du dir eigentlich ein? So gut schaust du auch nicht aus, dass ich das machen wollte. Und jetzt setz dich wieder hin, wir müssen lernen. Der nächste Test steht voran. Hey, komm schon, sei nicht böse. Das war nur ein schlechter Witz von mir. Es tut mir leid. Und okay, du hast recht. Konzentrieren wir sich. Wir müssen lernen für den nächsten Test. Puh, das war knapp.
Ich muss nämlich zugeben, er hat schon sehr süß ausgeschaut, während er geschlafen hat. Aber das darf er niemals erfahren, dass ich das denke. Na hallo Lia, was versteckst du deine Nase schon wieder in diesen Büchern? Ach so, ja, wir haben ja den nächsten Test und... Aha, sehr interessant. Wie wär's, wenn wir mal uns auf ein Essen treffen? Ich hol dich heute am Abend ab und dann gehen wir was essen und dann können wir über alte Zeiten reden. Oh ja, das würde ich sehr gerne machen, aber nur als Freunde, okay? Das ist kein Date, oder? Natürlich nur als Freunde, wo denkst du denn hin? Wir zwei sind ja beste Freunde. Und das wird ein romantisches, ein freundliches Essen unter Freunden, okay? Hey Blake, magst du dich nicht dazusetzen und mit uns lernen? Deine Noten würden dir danken. Vielen Dank, aber ich verschwende meine Zeit nicht mit Lernen. Ich habe nämlich Connection und für die nächsten Tests kenne ich schon alle Antworten. das nützt dir aber nicht viel, wenn du zu dumm bist, dir diese Antworten zu merken. also echt, ich habe Geld und du nicht, haha. Also Lia, ich hole dich heute am Abend ab. Ja, du kannst mich gerne heute am Abend abholen, okay? Sehr gut, dann bis am Abend. Ich werde nämlich kommen mit meinem 100 Millionen Ferrari, hast du verstanden? Du Geringverdiener. Lia, bist du dir sicher, dass du dich mit ihm treffen willst? Ach, es ist ja nur ein Treffen unter Freunden. Was soll denn schon Schlimmes passieren? Du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen. Er ist ein alter Freund aus meiner Kindheit. Ah, okay, na, wenn du das sagst, dann muss es wohl stimmen. Los, zurück ans Lernen. Nach diesem Date wird Lia meins sein. Sie wird mir nicht widerstehen können. Hallo Blake, ich bin bereit für unser Treffen als Freunde. Wow, was ist das für ein Auto? Hast du dir das von deinem Papa ausgeborgt? Extra für unser Treffen? Ausborgen, wofür? Denn wir haben 10 von diesen Autos. Ich kann mir jedes Auto nehmen, das ich will. Also ich mag lieber zu Fuß gehen, aber es regnet, also können wir echt mit einem Auto fahren. Oh, warte, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Hier, all diese Geschenke sind für dich. Nimm. Was? Ist das dein Ernst? Aber ich... Ach, gebitte, das sind natürlich nur Geschenke unter Freunden. Hier ein Ring und Pralinen, Teddybär, eine Karte und Blumen. Natürlich nur das Beste für meine gute Freundin. Hier, du kannst sogar dieses Tablett haben. Vielen Dank für die Geschenke, aber das ist wirklich nur ein Treffen unter Freunden, okay? Kein Date, ja? Wir haben es ausgemacht, dass es nur ein Treffen unter Freunden ist, okay? Ach, Lia, was glaubst du denn von mir? Natürlich, wir sind doch beste Freunde. Komm, steig in mein 100-Millionen-Auto ein. Helikopter, Helikopter, Parakopter, Parakopter. Und hier sind wir auch schon in dein Lieblingsrestaurant. Aber Blake, woher wusstest du das, dass mein Lieblingsrestaurant ist? Ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst, meine Liebe. Nein, Spaß, ich habe deinen Papa gefragt. Oh, das ist aber lieb von dir, danke. Natürlich nur das Beste für meine beste Freundin. Und es gibt sogar Live-Musik. Die haben hier die beste Live-Musik. Und mein Lieblingssänger ist MC Chicken. Dann dreh dich besser um und schau, wen ich engagiert habe. Was meinst du, ich soll mich umdrehen? Oh, hier ist ja jetzt eine Bühne und oh mein Gott, das ist MC Chicken, der beste Rapper weit und breit. Er hat einfach den besten Chicken-Rap überhaupt. Ja, er war nicht leicht aufzutreiben, aber für mich und all das Geld, was ich habe, war das natürlich kein Problem. Oh. Aber so viel Mühe hättest du dir gar nicht machen müssen. Wir treffen uns doch nur als Freunden. Wir hätten auch zu Mackies gehen können. Aber trotzdem, vielen Dank. Oh, ich weiß schon, was ich bestelle. Einen Burger. Mm. Bist du sicher, dass du einen Burger willst? Du solltest lieber einen Salat bestellen. Hallo, die Herrschaften. Ich bin heute Ihr Kellner. Kann ich Ihnen schon mal was zum Trinken bringen? Oh, hallo. Also ich hätte gerne eine Cola und zum Essen. Wieso haben wir so lange warten müssen? Sie hätten gleich, wo wir reinkommen sollen, unsere Jacken abnehmen sollen und uns schon mal ein Wasser auf den Tisch geben. Natürlich. Das tut mir unendlich leid. Das war natürlich sofort mein Fehler. Bitte verzeihen Sie mir. Bitte, das ist überhaupt kein Problem. Hören Sie nicht auf ihn. Nein, er hat schon recht. Das war nicht in Ordnung von mir. Kann ich Ihnen vielleicht als Wiedergutmachung eine Apfelschorle aufs Haus spendieren? Aber nein, das ist doch nicht nötig. Doch, das ist nötig. Den teuersten Wein natürlich. Und die Dame hätte gerne den Salat und ich hätte gerne die Pasta. Soll ich dir das besser auf einen Zettel aufschreiben? Oder kannst du dir das mit deinem kleinen Spatzenhirn etwa nicht merken? Und jetzt nehmen Sie die Karte von der Dame ab. Ja, natürlich. Bitte verzeihen Sie mir.
schnell weg. Und so macht man, dass sich die Kellner anstrengen. Ist das nicht ein toller Trick? Wieso warst du so gemein zu diesen armen Kellner? Man kann ja mal einen Fehler machen. Und abgesehen davon, ich will keinen Salat. Ich wollte eigentlich einen Burger. Ach, Lia, ich will einfach nur, dass unser Date perfekt wird. Das soll das erste und beste Date sein, das du je hattest. Warte, was? Date? Wir haben gesagt, das ist nur ein Treffen unter Freunden. Ich habe extra gesagt, das ist kein Date. Oh, natürlich. Ich habe mich nur versprochen. Natürlich ist das kein Date. Wie leicht man dich ärgern kann, Lia. Für einen Moment dachte ich schon, dass das ein Date sein soll, weil ich will mit dir wirklich nicht auf ein Date gehen. Das Essen ist fertig. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ihr macht einfach das beste Essen. Natürlich wird es mir schmecken. Hier, bitteschön. Guten Appetit. Oh Mann, ich habe vergessen, dass ich nur einen Salat bekomme. Oh, ich hätte viel lieber einen Burger. Und einmal die Spaghetti mit Tomatensauce für Sie. Und wie ich Ihnen gesagt habe, Sie bekommen natürlich die beste Apfelschorle aufs Haus. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Ich hoffe, das Essen gemundet Ihnen, die Herrschaften. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Ich meine, schau dir dieses Essen an. Glaubst du, das werde ich essen? Bist du verrückt? Du kannst doch nicht einfach das Essen am Boden hauen. Das Essen hat einfach widerlich ausgeschaut. Bring mir sofort was Neues. Was fällt dir eigentlich ein? Was? Wieso? Was hat dir denn mit Essen nicht gepasst? Es tut mir leid. Oh, jetzt koste ich mal diese sogenannte Apfelschorle. Boah, was ist das? Da ist ja überhaupt kein Alkohol drinnen. Willst du mich etwa umbringen? Ich will sofort den Chef von diesem Ramschladen haben. Los, bring ihn mir. Bitte, beruhigen Sie sich. Mein Vater ist der Geschäftsleiter. Er wird sofort kommen. Blake, bitte, was ist los mit dir? Warum benimmst du dich so komisch? Du führst dich auf wie ein Verrückter. Was ist denn hier los? Die bessere Frage ist, was ist mit Ihrer Stimme los? Was soll denn schon sein? Ihr Unnütze von einem Kellner hat unser perfektes Date ruiniert. Oh nein, das tut mir wirklich leid. Das ist mein Sohn. Er hat das sicher nicht mit Absicht gemacht. Dafür geht das ganze Essen und alles, was Sie heute bestellen, aufs Haus. Ist das okay? Das ist das Mindeste, was ich erwarte. Aber ich erwarte auch, dass Sie Ihren Sohn kündigen. Das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder? Sehen Sie mich etwa lachen? Ich glaube nicht. Das ist ein Familienunternehmen. Ich kann meinen Sohn nicht rauswerfen. Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Ich bin so reich, ich kann Ihr ganzes Unternehmen fertig machen. Und nein, bitte nicht. Aber das können Sie nicht von mir verlangen. Was ist Ihnen wichtiger, Ihr Sohn oder das Restaurant, womit Sie Ihre ganze Familie ernähren? Ich bitte Sie, junger Herr, zwingen Sie mich nicht zu wählen. Du musst nicht wählen, Papa. Ich höre einfach auf, hier zu arbeiten. Blake, bist du total durchgedreht? Das kannst du doch nicht machen. Was fällt dir ein? Ich werde meinen Sohn nicht rauswerfen. Papa. Ich werde Ihnen natürlich sofort ein neues Essen zubereiten. Ihr Essen ist ja schon kalt. Bitte verzeihen Sie mir. Ich muss schnell nach meinem Sohn schauen. Verschonen Sie uns bitte mit Ihren Geweinen und verschwinden Sie. Natürlich, der junge Herr. Verzeihen Sie mir. Diese zwei Schwachköpfe haben einfach unser perfektes Date ruiniert. Ich bin so wütend. Du bist einfach unglaublich, Blake. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Du bist immer noch derselbe arrogante Typ wie früher. Ach komm schon, Lia. Nur weil Sie unseren Abend ruiniert haben, musst du nicht gleich gehen. Ich gehe nicht, weil Sie unseren Abend ruiniert haben. Ich gehe, weil du unseren Abend ruiniert hast. Du alleine, du bist so arrogant. Hey, Lia, Schätzchen. Ich meine, so reich wie ich bin, natürlich bin ich ein bisschen arrogant. Das magst du doch an mir, oder? Okay, Blake, zum letzten Mal. Das war kein Date. Ich mag dich nicht. Ich mochte dich schon seit der Kindheit nicht mehr, wo du einfach so arrogant warst. Und jetzt vor allem, ich werde dich nie wieder mehr sehen wollen. Nur damit du es weißt, ich gehe jetzt nach Hause, alleine. Ich brauche dich nicht. Tschüss. Ich war so sauer auf Blake, dieser arme Kellner. Das war mein Lieblingsrestaurant. Vielleicht müssen sie jetzt zumachen. Ich war so wütend, ich bin einfach drauf losgelaufen. Mann, dieser Blake, ganz ehrlich, was bildet er sich eigentlich ein? Wer glaubt er, wer er ist? Na, kleines Mädchen, ganz alleine unterwegs? Oh nein, wo bin ich? Ach, keine Sorge, du bist in Sicherheit. Ich will nur nach Hause. Oh nein, wo bin ich hier nur gelandet? Oh, wo, Hilfe! Hilfe! Hey, ihr, lasst das Mädchen in Ruhe, sonst werdet ihr das bereuen. Was willst du, du Würstchen? Okay, na komm her. Und hier. Wer will noch was von meiner Karate-Kunst erfahren, hä? Wer? Ich bin viel zu schön, um zu jung verprügelt zu werden. Was fällt dir ein, meine Verbrecherkollegen zu verprügeln? Na, warte, jetzt kannst du was... Und jetzt lauf zu deiner Mami. Ja, okay. Mama.
Lia, ist alles in Ordnung? Geht es dir gut? Haben sie dich verletzt? Nein, aber ich glaube, ich bekomme wieder einen Anfall. Nein, du bekommst wieder einen Anfall. Wo ist dein Spray? Warte, ich hole ihn schnell raus. Was? Oh nein, ich muss ihn wohl verloren haben. Ich weiß nicht. Bitte, Lia, mach dir keine Sorgen. Ich habe jetzt immer ein Asthma-Spray bei mir. Zur Sicherheit. Oh. Vielen Dank, Jack. Aber warum hast du ihm ein Asthma-Spray bei dir? Du bist ja dafür bekannt, dass du dich in Schwierigkeiten begibst und deine Asthma-Sprays immer jemand dir wegnimmt oder du verlierst. Deswegen habe ich mir gedacht, es kann nicht schaden, wenn ich ein extra immer mit habe. Was? Wirklich? Das hast du extra für mich gemacht? Du bist aber nett. Danke dir. Du bist echt ein Schatz. Ach, bilde dir davon nichts ein. Ich will nur nicht, dass du stirbst, okay, Lia? Jack, kannst du mich bitte nach Hause bringen? Ich habe mich gestritten mit Blake und ich muss sagen, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Du hast dich mit Blake gestritten? Das wundert mich nicht. Was ist denn passiert? Ach, das hat einfach damit angefangen, dass er unmöglich war im Restaurant. Du kannst dir nicht glauben, was der sich dort erlaubt hat. Es hat alles so begonnen. Huch, schon morgen? Oh, hab ich gut geschlafen. Wie bin ich nochmal nach Hause gekommen? Ach so, ja. Ich habe Jack getroffen und er hat mich nach Hause gebracht. Ach, Jack ist einfach der Beste. Ich mag ihn. Mama, ich glaube, du würdest Jack auch mögen, wenn du hier wärst. Ach, könntest du nur Jack kennenlernen. Er ist wirklich ein Schatz. Er hat mich gestern sogar von Verbrechern gerettet. Er hat sie alle verprügelt. Das hättest du sehen sollen, Mama. Ach ja. Oh ja, ich sehe mich heute wieder in der Schule. Das wird so schön. Ich freue mich schon tierisch drauf. Und jetzt noch schnell meinen Rucksack her und ab in die Schule. Guten Morgen, Papa. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Was machst du da? Nach was schaut das denn aus? Ich mache Frühstück. Was gibt es heute? Oh, lecker. Klopapier. Apropos, Lia, es wartet jemand draußen auf dich. Du solltest lieber gehen. Es wartet jemand auf mich? Aber es war nicht ausgemacht, dass mich Luna abholt. Wer ist denn das? Jack, was machst du hier? Ich wollte nur sicher gehen, dass du heil und gesund in der Schule ankommst. Und das geht anscheinend nur, wenn ich dich abhole und hinbringe. Also, wollen wir gemeinsam in die Schule gehen? Oh, Jack, das ist echt lieb von dir. Ich würde gerne mit dir in die Schule gehen. Na dann komm, du verschläfst ja jedes Mal. Wir kommen jetzt wahrscheinlich beide wieder zu spät. Nein, das stimmt gar nicht. Ich flehe dich an, Blake. Bitte, geh mit mir auf ein Date. Nein, er passt wohl besser zu mir, zu einem Topmodel. Du bist kein Topmodel, du bist ein Topfmodel. Hey, Blake, schau mich an. Ich habe eine Brille. Blake, du bist so cool. Bitte sei mein Freund. Ich möchte, dass wir Freunde sind. Du bist 40, Alter. Was machst du hier überhaupt in dieser Schule? Und mit der Katze und dem Messer? Und Jack, ich wusste gar nicht, dass du Karate kannst. Und das haben die Verbrecher gestern auch nicht gewusst. Die hast du nämlich so stark verprügelt. Vielen Dank nochmal dafür. Ach so, ja, ich gehe in den Karate-Kurs schon seitdem ich glaube, 6 oder 7 bin. Hey Leute, schaut mal, Lia und Jack kommen gemeinsam in die Schule. Ich glaube, die sind zusammen. Ja, Jack und Lia, ach, die sind schon ein hübsches Paar. Nein, das kann nicht sein, dass Lia einen Boyfriend hat, bevor ich einen habe. Das ist so unfair. Was? Nein, die sind sicher nicht zusammen. Hey Lia, was bist du gestern einfach davongelaufen von unserem Date? Ich habe dir gar kein Gute-Nacht-Bussi geben können, aber das können wir jetzt nachholen, oder Schätzchen? Ich würde lieber einen Frosch küssen, der Warzen auf seinen ganzen Körper hat, als deine Lippen. Nur weil du reich bist, hast du Leute wie den letzten Dreck behandelt und so etwas hasse ich. Ach, Leute, die arm sind, sind der letzte Dreck. So wie du. Du könntest froh sein, dass ich dich mag. Denn niemand würde dich anschauen. Ich meine, schau, wie du ausschaust. Wie kannst du es wagen, Lia so zu beschimpfen? Na, warte du. Hier, Lia, dein Rucksack. Nein, Jack, hör auf. Wenn du dich hier prügelst, wirst du von der Schule geworfen. Ah, das ist mir relativ egal. Ich muss ihm eine Lektion erteilen, dass er so nicht mit Leuten reden kann. Wenn du mich nur mit einem kleinen Finger anrührst, lass ich dich von der Schule werfen. Hast du mich verstanden? Meine Eltern zahlen hier so viel Geld. Das ist mir egal. Und jetzt komm gefälligst her. Jack, bitte hör auf. Das hat keinen Sinn. Gehen wir doch einfach in die Klasse. Da kann er uns nicht mehr ärgern. Komm schon, Jack, komm. Oh nein, nicht schon wieder. Ach, ich bekomme schon wieder diesen blöden Anfall. Ich muss schnell mein Spray holen. Oh Mann, das nervt. Oh nein, ich habe ihn zu Hause vergessen. Keine Sorge, Lia. Ich habe dir ja gesagt, dass ich immer einen für dich mit habe.
Hier, nimm ihn, schnell. Nein, ich gebe ihn ihr und nicht du. Gib ihn gefälligst her. Bist du verrückt? Lass den Inhalator los. Wir müssen ihn ihr geben, sie bekommt keine Luft. Ja, ich werde ihn ihr geben. Genau, nicht du. Gib ihn her. Gib ihn. Hier, Lia, nimm ihn. Das ist mein Inhalator für dich. Leute, ich bekomme keine Luft mehr. Hilfe. Oh nein, schnell. Hier, nimm ihn. Oh, das war knapp. Mir wurde schon leicht schwarz vor Augen. Was fällt dir ein, Blake? Jack hat mir den Inhalator mitgenommen und nicht du. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen wegen dir, weil du dich jetzt streiten musstet, unnötigerweise. Ich sage es jetzt zum letzten Mal. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich finde dich widerlich, abscheulich. Du glaubst, nur weil du reich bist, kannst du jeden rumkommandieren. Aber so spielt das Leben nicht. Also lass mich gefälligst in Ruhe. Hast du mich verstanden? Komm, Jack. Gehen wir in die Schule. Lassen wir diesen Müll hier draußen. Wir haben hier heute den Chinesisch-Test. Möchten wir in der Pause noch ein bisschen gemeinsam lernen? Oh, schaut mal. Jack und Lia. Ich glaube, sie sind verliebt. Glauben sie wirklich Dumbledore? Die werden mal wunderschöne Kinder bekommen. Wow. Ich wünschte, ich könnte mal wieder so jung sein. Ach, Lia, komm schon. Sei mir nicht mehr böse. Luna, du sitzt auf meinem Platz. Magst du dich nicht wieder bitte nach hinten setzen? Blake, wie wär's mit... lass mich überlegen. Nein, das ist mein Platz. Du kannst dich schön selber nach hinten setzen. Was? Lia, sag Luna etwas. Das ist mein Platz. Nein, das stimmt nicht. Das ist Lunas Platz. Aber du kannst gerne neben Jack sitzen, wenn du unbedingt willst. Ich werde mich sicher nicht neben diesen Geringverdiener setzen. Hey, Blake. Schau, neben mir ist ein Platz frei. Komm, setz dich her. Ich gebe dich nicht auf, Lia. Du wirst schon auch meins sein. Du hast es ihm richtig gezeigt, Lia. Und du musst nie wieder mehr machen, was er sagt. Ach, das hat sich so gut angefühlt. Danke, dass ich mit euch am Tisch sitzen darf und dass wir gemeinsam essen. Natürlich, Jack. Du gehörst jetzt zur Gang. Du bist jetzt unser Freund. Und du bist ein viel besserer Freund, als Blake jemals war. Danke, das freut mich echt zu hören. Na dann, guten Appetit. Lia, meine Liebe, ich habe Essen für dich. Schon wieder ist dieser Jack hier. Warum muss er immer hier sein? Oh. Schau mal, wie er davongelaufen ist. Oh, Jack, du darfst nie wieder mehr von meiner Seite weichen. Ja, ich fühle mich ziemlich sicher für den nächsten Test. Also mit dir zu lernen macht echt Spaß. Also Lia, ich kann das nur zurückgeben und du kannst Sachen so gut erklären. Danke für deine Hilfe. Ich glaube, wir schaffen bei diesem Test sogar eine 1++. Wo ist denn Lia hin? Oh, sie ist hier, aber sie ist... Oh, sie ist schon wieder mit diesem Jack. Oh, ich kann diesen Jungen nicht mehr sehen. Kannst du dir vorstellen, dass wir einfach bei diesem Test eine 1++ geschafft haben? Und das Lernen fühlt sich gar nicht nach Lernen an, sondern das macht richtig Spaß. Komm schon, Lia. Ich begleite dich wieder nach Hause, okay? Ja klar, komm, gehen wir, Jack. Ach, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jack ihr Schlechtes über mich erzählt hat und sie deswegen sauer ist. Ich werde schon noch dafür sorgen, dass Lia mir gehört. Mir alleine. Ich weiß auch schon ganz genau, was ich dafür machen werde. Ja, Papa, ich habe meine Bücher mitgenommen. Ja, ich habe mein Essen eingepackt. Tschüss, Papa, ich gehe jetzt los. Oh Mann, Papa behandelt mich immer noch wie ein kleines Kind. Ich bin schon 14. Aber, hey, warte mal, hat Jack nicht gesagt, dass er mich heute abholen will? Wo ist er nur? Er kommt sonst nie zu spät. Naja, vielleicht hat er diesmal verschlafen und nicht ich. Naja, ich warte einfach ein paar Minuten. Wo kann er nur stecken? Ich habe jetzt noch 15 Minuten gewartet, aber wenn ich noch länger warte, komme ich jetzt zu spät. Vielleicht ist er schon in die Schule gegangen und hat darauf vergessen, mich abzuholen. Sehr merkwürdig. Wo kann Jack nur stecken? Aber was ist denn hier passiert? Wer hat die Schule randaliert? Oh mein Gott, dieses ganze... Oh, wer? Alles ist voll gesprayt. Da steht Kacke auf den Spinden und die ganzen Spinde sind demoliert. Und wer hat das gemacht? Oh mein Gott. Welches Monster würde so einer schönen Schule so etwas antun? Das ist unglaublich. Ich muss schnell weiterschauen. Nein, nicht mein Lieblingsraum, der Study Room. Da hat jemand ein großes Kacke an das Glas gemalt. Oh nein. Oh, was steht da überall? Oh, da sind ja überall Rechtschreibfehler drin. Der Böse kann nicht mal richtig schreiben. Liebe Kinder, wie ihr wahrscheinlich alle gemerkt habt, wurde unsere Schule von Randalen randaliert. Es begeben sich dadurch bitte alle Schüler, die sich in der Schule befinden, sofort ins Zimmer vom Direktor. Warum sollen alle Schüler ins Zimmer vom Direktor gehen? Was will er von uns?
Ja, Herr Direktor, Sie haben nach uns gerufen. Oh, es sind ja schon alle da. Ich wollte euch Kinder nur sagen, dass wir ein Überwachungsvideo haben, wo man den Täter sehen wird. Und diese Person wird ins Gefängnis kommen. Oh, zum Glück, ein Überwachungsvideo. So, und jetzt drücke ich auf Play. Aber das kann doch... Jack. Warte, Jack! Ich kann's nicht glauben, dass du das warst. Du bist doch einer der besten Schüler der ganzen Schule. Wieso hast du das gemacht? Wieso hast du die ganze Schule randaliert? Was fällt dir eigentlich ein? Was? Nein, das kann nicht stimmen. Das muss ein Druckfehler sein. Jack, warst das du wirklich? Oh mein Gott, Leute, es ist Jack. Jack hat unsere Schule zerstört. Jack. Ach, Jack, wie kannst du sowas nur machen? Meine Eltern haben so viel Geld in diese Schule investiert und dann tust du das einfach kaputt machen und randalieren. Nein, das muss ein Fehler sein. Ich kann's nicht glauben. Aber das überrascht mich nicht. Er war schon immer eifersüchtig auf mich. Nein, Herr Direktor, Sie müssen mir glauben. Ich war das nicht. Ich war zu Hause, wirklich. Das muss wirklich ein Missverständnis sein. Jack liebt diese Schule. Das kann kein Missverständnis sein. Und die Polizei durchsucht gerade deinen Spind. Und wenn sie etwas finden... Wir haben etwas gefunden, Herr Direktor. Und zwar in seinem Spind. Es ist ein Rucksack und da drin ist etwas Metallisches. Da könnten die Tatwaffen sein. Hier bitte, kontrollieren Sie es, ob es sein Rucksack ist. Dankeschön, stellen Sie es hier auf den Tisch. Also Jack, ist das dein Rucksack? Ja, das ist mein Rucksack, aber Sie werden drin wirklich nichts finden. Na, das werden wir jetzt sehen. Okay, jetzt mache ich mal den Rucksack auf und... Wie ich es mir gedacht habe, die Tatwaffen. Jack, du bist schuldig. Sie können ihn abführen, Sheriff. Jemand muss ihm das in den Rucksack gegeben haben. Jack würde sowas niemals machen. Wirklich, Herr Direktor, Sie müssen mir glauben. Nein, das war sicher kein Missverständnis. Er schaut schon aus wie ein Verbrecher. Komm mit, du Würstchen. Es tut mir leid, Lia, aber die Beweise sind zu erdrückend. Wir machen hier keine Fehler. Leute, ihr glaubt doch wohl nicht wirklich, dass das Jack gemacht hat. Oh Mann, ich darf nicht verpassen, wie sie ihm ins Polizeiauto geben. Schnell raus, ich will das sehen. Oder war er es wirklich? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Könnte er es wirklich gewesen sein? Ach. Jack, ich bitte dich, bitte sag die Wahrheit. Hast du die Schule randaliert oder bist du unschuldig? Lia, du weißt, ich würde dich nie belügen. Nie in meinem Leben würde ich das tun. Ich habe die Schule nicht randaliert. Ich bin wirklich unschuldig, Lia. Sie haben dich auf dem Video gesehen, wie du gesprayt hast. Und sie haben die Spraydosen in deiner Tasche gefunden. Wieso lügst du Lia einfach so frech ins Gesicht? Oh mein Gott, das heißt ja, Lia war mit einem Verbrecher zusammen. Mich überrascht das nicht. Jack hat schon immer ausgeschaut wie ein Verbrecher. Du hast dich jetzt lang genug von deinen Freunden verabschiedet. Los, gehen wir. Tschüss, Lia. Siehst du, Lia, deswegen solltest du mit mir zusammen sein. Denn mit Geringverdienern, das sind alle Verbrecher. Ich meine, schau, was er gemacht hat. Hör auf, das zu sagen. Jack ist kein Verbrecher. Wenn er sagt, dass er unschuldig ist, dann glaube ich ihn. Lia... Bitte bilde dir nichts ein. Du hast dasselbe Video gesehen wie ich. Er ist eindeutig schuldig. Was bildest du dir eigentlich ein? Ich meine, hör auf das zu sagen. Er ist nicht schuldig. Er hat keinen Grund. Er ist einer der besten Schüler. Ich meine, warte mal. Du kannst es gewesen sein. Du hast es ihm irgendwie in die Schuhe geschoben, weil du eifersüchtig bist, weil er sich mit mir so gut versteht. Gib es zu. Es tut mir leid, Lia. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und ich möchte sehen, dass du das beweisen kannst, dass ich daran Schuld habe. Lia, ich glaube, du hast recht. Es steckt wirklich Blake dahinter. Ach, Blake, dieser reiche Schwachkopf. Er ist einfach... Was ist mit ihm los? Ist er verrückt? Wieso macht er sowas? Ach, ich bin so wütend auf ihn. Und der arme Blake ist jetzt in Schwierigkeiten. Nur wegen mir. Was soll ich nur machen? Luna, hilf mir. Was soll ich machen? Hör auf, das zu sagen, Lia. Es ist nicht deine Schuld. Ich weiß aber nicht, was du machen kannst. Ich werde ihn im Gefängnis besuchen gehen und ihm sagen, dass ich ihm glaube, dass er unschuldig ist. Oh mein Gott, Jack, die haben dich ja wirklich ins Gefängnis gesperrt. Oh, Lia, was machst du hier? Wieso bist du hergekommen? Jack, ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte. Ich glaube, ich weiß, warum du im Gefängnis bist. Nein, das kannst du nicht wissen. Woher sollst du denn das wissen? Lia, geh wieder nach Hause. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Es tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass du hier drinnen bist. Ich bin dafür verantwortlich. Ich alleine. Was? Lia, wie meinst du das? Du bist dafür verantwortlich. Das kann sicher nicht stimmen. Doch, ich bin schuld, weil du mit mir abgehangen bist. Ist Blake eifersüchtig? Und ich glaube, Blake steckt dahinter, Jack. Wenn Blake wirklich dahinter steckt, dann hat er seinen Plan geschafft, denn ich bin jetzt im Gefängnis und keiner glaubt mir. Doch, Jack, ich glaube dir. Und Luna glaubt dir auch. Und wir werden uns irgendwas überlegen. Du kommst hier raus, wirklich. Bitte, Jack, du darfst nicht die Hoffnung aufgeben.
Bitte, denk daran, ich glaube dir. Ich werde dir immer glauben. Danke dir, Luna. Das bedeutet mir einfach alles. Ich muss jetzt los, Jack. Aber ich komme dich bald wieder besuchen und hoffentlich mit guten Neuigkeiten. Ach, der arme Jack. Und alles nur wegen mir. Ich muss ihm irgendwie helfen. Was kann ich nur tun? Was kann ich nur tun? Oh, Stinky, hast du eine Idee, wie ich Jack aus dem Gefängnis holen kann? Verfolge Blake! Mir fällt gerade was ein. Ich könnte Blake verfolgen, aber er würde mich erkennen. Verkleidung! Ich könnte mich auch einfach verkleiden, dann erkennt mich Blake nicht. Und dann bringe ich ihm dazu, mir seinen bösen Plan zu verraten und dann kommt er ins Gefängnis und Jack kommt frei. Wie bin ich nur auf so einen guten Plan gekommen? Aber ich brauche dazu Hilfe. Ich weiß schon, wer mir helfen wird. Luna. Tschüss, Stinky. Luna, du musst mir unbedingt helfen, Jack aus dem Gefängnis zu befreien. Ohne dich schaffe ich das nicht, bitte. Jack aus dem Gefängnis befreien? Willst du etwa, dass er ausbricht und dass wir ihm dabei helfen? Aber das ist gegen das Gesetz, das dürfen wir nicht. Natürlich meine ich das nicht so ausbrechen, sondern du musst mir helfen, seine Unschuld zu beweisen. Wir sollen seine Unschuld beweisen, aber wie sollen wir das schaffen? Ich habe schon einen Plan. Also, hör gut zu. Und dann müssen wir... Und Blake wird nicht wissen, was ihm geschieht. Willst du das wirklich durchziehen? Ich meine, ich helfe dir gerne, aber... Oh, und zusätzlich, damit wir halt immer in Kontakt bleiben und falls etwas schief geht, ich habe uns ein Walkie-Talkie besorgt und wenn irgendetwas schief läuft, dann kannst du sofort die Polizei rufen. Also was hältst du davon? Bist du dabei? Willst du mir helfen, Jack zu befreien oder nicht? Ein Walkie-Talkie? Ich meine, wir könnten auch einfach unsere Handys verwenden, aber das würde nur so halb so viel Spaß machen. Und ja, ich helfe dir. Wir müssen Jack befreien und Blake eine Lektion erteilen. Na dann werde ich schon mal einkaufen gehen und alles für meinen Plan besorgen. Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann, Luna. Du bist einfach die Beste. Mein Plan ist einfach bombenfest. Es kann natürlich viel schief gehen, aber das Risiko ist es wert. Ich muss Jack befreien. Und vielleicht finde ich dann Beweise und Blake selber kommt ins Gefängnis. Hallo, ich würde gerne eine Farbe kaufen, um meine Haare temporär zu färben. Haben Sie sowas? Na, das ist mal ein Zufall. Ich habe genau jetzt so ein rosa Haarpulver hier auf der Theke. Das kann man einfach aus den Haaren schütteln und dann haben Sie wieder Ihre natürliche Haarfarbe. Oh, das ist ja perfekt. Die nehme ich. Wie viel kostet sie? Die ist schon sehr teuer. Normalerweise kostet sie sicher 5 Euro, aber ich mache sie dir um 6 Euro. Was für ein tolles Angebot. Oh Mann, ich habe meine Brieftasche vergessen. Oh, ich weiß schon, wie ich bezahlen kann. Hier, nehmen Sie doch einfach dieses kleine Mädchen hier. Ich will zu meiner Mami. Ja, die scheint mir 6 Euro wert zu sein. Vielen Dank. Nein, nein, ich danke Ihnen, Lord Voldemort. Und jetzt brauche ich noch einen anderen Look, damit mich der Blake nicht erkennt. So, was gibt es hier? Ja, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Und vielleicht noch was für den Kopf? Ja, diese Masche passt perfekt. Sehr gut, dann muss ich jetzt nur noch schnell in die Umkleide gehen und das anprobieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch noch ein Makeover haben werde diese Woche. Oh, ich kann es kaum erwarten, mal komplett anders auszuschauen. Ob mich mein Papa erkennen würde, wenn er mich so sieht. Okay, warte, das und jetzt noch die Haarfarbe und dann das und jetzt mein Outfit noch und tada! Wow, ich muss sagen, die pinken Haare gefallen mir schon sehr gut. Ich schaue aus wie ein Topmodel, hallo. Blake wird nicht wissen, was mit ihm geschieht. Selbst schuld, wenn er sich mit mir anlegt. Okay, jetzt muss ich nur noch wissen, wo Blake hin ist. Oh, ich sollte vielleicht auch mal die Klamotten bezahlen, sonst klaue ich das ja. Hallo, ich würde gern das Kleid kaufen, was ich jetzt trage. Wie viel kostet das? Willkommen bei Alexanders Fashion Boutique. Dieses Kleid kostet 100.000 Euro. Okay, das ist mir ein bisschen zu teuer. Ich gebe Ihnen 2 Euro dafür. Und diesen kleinen Jungen im Wassermelonenkostüm. Was sagen Sie? Okay, ausnahmsweise. Ach, das freut mich. Also, hier bitteschön, kleiner Junge, dein neuer Papa. Du wirst ab heute für mich bei meiner Pizzeria arbeiten. Ist das nicht toll, Kleiner? Vielen Dank und auf Wiedersehen. Meine Verkleidung war perfekt. Niemand würde mich so erkennen. Jetzt musste ich nur noch schnell zurück in die Schule, weil ich wusste, Blake ist dort. Und ab diesem Zeitpunkt war ich wie sein Schatten. Falls mich jemand anspricht, wie soll ich mich eigentlich nennen? Wie wär's mit Susi? Hallo, ich bin die Susi. Ich bin die neue Austauschschülerin aus der Schweiz. Okay, jetzt sollte ich aber Blake suchen. Da ist er ja. Aber
Aber mit wem redet er da? Oh, mit der Vanessa. Was sie wohl zu sagen haben? Ich habe mich so gefreut, als Jack verhaftet worden ist. Ich musste mich totlachen. Hast du sein dummes Gesicht gesehen? Er so, ich bin unschuldig. Und dann die dämliche Lia. Du bist unschuldig, Jack. Na gut, ich muss dann los. Tschüss, Blakey. Oh, Blake, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, wie gut du eigentlich ausschaust mit deinen Haaren, so blond wie Gold? Nein, Schätzchen, heute noch nicht. Oh mein Gott, er hat Schätzchen zu mir gesagt. Mein böser Plan, Jack aus der Schule zu werfen, hat funktioniert. Jetzt muss ich nur noch schnell dieses Geld nehmen und den wahren Verbrecher bringen. Ich hoffe aber, dass mich niemand erkennt oder mich sieht auf dem Weg hin. Er kommt, schnell verstecken. Ich bin einfach ein Genie. Niemand ist so gescheit und reich wie ich. Na, das werden wir noch sehen, du kleines Würstchen. Na, warte, wenn ich dich erwische. Schnell weg von der Schule, schnell, schnell, schnell. Ihm hinterher, ich darf ihn nicht verlieren. Wo muss ich nochmal hin? Ah, zu Bob City. Okay. Was? Wir fahren mit dem Zug so weit? Jetzt muss ich schnell runter zum Zug. Oh, wir fahren mit dem Zug. Ich muss mir schnell noch einen Ausweis kaufen. Ach, hier ist eines. Das andere lasse ich mir am Boden, ist mir egal. Schnell runter. Oh Mann, ich hoffe, ich habe ihn nicht verloren. Wo ist er nur hin? Boah, hier sind so viele Leute. Ich weiß nicht mal, wo oben und unten ist. Entschuldigung, hey. Verzeihung. Kann ich mal durch? Ich muss schnell in den Zug einsteigen. Oh, gerade noch rechtzeitig erwischt. Oh. Ich bin so gelaufen, ich bin schon richtig außer Puste. Oh, ich muss mich schnell hinsetzen. Das ist ja Jack. Oh nein, was ist, wenn er mich doch erkennt? Ich verstecke mich lieber hier. Wie lange werden wir wohl mit diesem Zug fahren? Oh, junges Fräulein, wollen Sie sich nicht auf meinen Platz setzen? Hier, bitteschön. Oh, das ist echt, echt freundlich, mein Herr. Vielen lieben Dank, Sie sind sehr nett. Ich glaube, ich muss ein bisschen unauffälliger sein, sonst fällt ihm noch auf, dass ich das bin. Fahrscheinkontrolle, bitte zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Hier bitte, hier ist mein Ticket. Aha, okay, perfekt, danke. Fahrschein bitte, sehr schön, danke. Fahrschein, danke schön und vielen Dank. Junge Dame, Ihr Fahrschein, hier ist es ja, perfekt, vielen Dank. Hier bitte schön, Ihr Fahrschein retour. Wir halten jetzt in Bob City. Vorsicht, Türen öffnen automatisch. Ach, na endlich. Hier muss ich auch raus. Schnell hinterher, sonst verliere ich ihn noch, schnell. Wo ist Blake nur hin? Wer ist das? Ist das Jack? Ist Jack aus dem Gefängnis ausgebrochen? Steckt er etwa mit Blake unter einer Decke? Wo ist meine Million, die sie mir versprochen haben? Ruhig, Blut, hier ist es ja. Eine Million, dass sie sich verkleidet haben wie Jack und die Schule randaliert haben. Ach, wenn's weiter nichts ist. Ich hasse Schule. Deswegen habe ich das sogar gerne gemacht. Boah, so viel Geld. Ich werde mir damit sicher 2 Kaugummis kaufen. Es ist genau das passiert, was ich wollte. Jack ist aus der Schule geflogen. Vielen Dank. Das war mir diese 1 Million wirklich wert. Ich habe den Beweis. Ich muss schnell Luna Bescheid geben, dass sie die Polizei anrufen soll. Luna, hörst du mich? Er ist hier. Ich weiß, was los ist. Hallo, Lia, hörst du mich? Lia, hallo. Luna, was schreist du so rum? Sie hören mich noch. Und wer ist das? Wer sind Sie? Und wieso verstecken Sie sich hinter der Tonne? Kommen Sie gefälligst her. Lassen Sie mich los. Ich kenne Sie nicht. Wer bist du? Hat dich Lia engagiert? Oder Jack, um mich zu beobachten? Schnell das Mikrofon weg, um die Beweise zu vernichten. So, rede. Wer bist du? Oder sollen wir dir wehtun? Ich könnte diesen kleinen Mädchen, ich weiß nicht, vielleicht gegen Schienbein treten, hä? Oh nein, nein, bitte jetzt nicht. Ich bekomme wieder einen Anfall. Ich muss schnell mein Spray holen. Oh mein Gott, Lia, bist das etwa du? Wie schaust du aus? Was ist das Mädchen? Das heißt, sie ist uns draufgekommen. Oh nein, ich habe alles gehört und ich werde zur Polizei gehen. Nein, das wirst du nicht, Lia. Sagen wir es mal so, ohne deinen Inhalator wirst du nirgendwo hingehen können. Wow, das geht mir zu weit. Dafür bin ich nicht einverstanden. Ich randaliere gerne, aber ich bin sicher nicht dafür da, dass sie jemanden umbringen. Ach du Schwachkopf, ich werde sie schon nicht umbringen. Ich will ihr nur ein bisschen Angst machen. Wen nennst du da Schwachkopf, du blonder, reicher Schnösel? Ich muss wenigstens nicht eine Schule demorieren, um ein Mädchen zu beeindrucken. Nein, ich habe meinen Inhalator nicht da. Oh nein, sie ist in Ohnmacht gefallen. Was machen wir jetzt?
Oh nein, Lia ist in Schwierigkeiten. Ich muss schnell zur Polizei. Ich muss ihr Hilfe bringen. Irgendwie. Hilfe, bitte. Meine Freundin Lia, sie ist in Schwierigkeiten. Sie müssen uns helfen. Rück Blut, kleines Mädchen. Was ist denn los? Wir haben den wahren Verbrecher, der die Schule demoliert hat, gefunden. Und meine Freundin hat ihm gefolgt und jetzt rührt sie sich nicht mehr. Den wahren Verbrecher? Der wahre Verbrecher ist schon hier hinter Gittern. Ach, ist das etwa so ein Video für dieses Tic-Tac? Nein, Sie verstehen nicht. Das ist nicht der wahre Verbrecher. Wir haben ihn gefunden. Es ist Blake. Er ist der echte Verbrecher. Der war gut, Blake. Der reichste Junge der Stadt soll der echte Verbrecher sein? Das kann ich doch gar nicht glauben. Bist du etwa in Blake verliebt und willst, dass er herkommt? Hör auf jetzt zu spielen, ich habe jetzt Arbeit zu tun. Geh wieder nach Hause. Oh Mann, wieso glaubt mir die Polizei nicht? Was soll ich nur tun? Luna, habe ich das alles richtig verstanden? Lia ist in Schwierigkeiten? Ich weiß es nicht. Das Mikrofon ist jetzt aus. Ich höre nichts mehr von ihr seit Stunden. Ich habe ihr gesagt, sie soll das nicht machen und dass es zu gefährlich ist. Wenn Blake ihr was angetan hat. Ich habe so große Angst um sie und die Polizei will mir nicht helfen. Ich muss irgendeine andere Lösung finden. Doch was? Ich muss nach Hause und nachdenken, schnell. Wenn ich doch nur nicht hier im Gefängnis eingesperrt wäre, dann könnte ich ja helfen. Oh Mann, die Tür ist ja offen. Oh, die haben vergessen, wohl zuzusperren. Das ist meine Chance. Ich kann Lia helfen gehen. Das ist unsere Chance. Solange sie ohnmächtig ist, können wir entkommen. Und dann sagen wir einfach, das hat sie sich eingebildet. Komm, hilf mir. Alter, ich finde, das geht ein bisschen zu weit. Ich bin zwar ein Verbrecher, aber ich bin nicht so kriminell, dass ich jetzt... Also, nein. Auf einmal hast du ein Gewissen. Sagen wir es mal so, wenn du mir nicht hilfst, werde ich einfach sagen, dass du mich gezwungen hast. Okay, ausnahmsweise. Ach, Mann. Okay, was sollen wir tun? Nimm du ihre Beine, ich nehme ihren Kopf und wir stellen sie einfach neben die Mülltonne dort hinten ab. Man hat sie hier zuletzt gesehen. Was macht ihr mit Lia? Oh, Blake, du verdammter Navate. Jack, solltest du nicht im Gefängnis sein? Navate, jetzt kann ich dich persönlich verprügeln und nimm das und hier und... Das soll dir recht geschehen, Blake. Hey, sieh mich nicht so wütend an. Ich wollte ihm nicht helfen, wirklich. Aber ich brauche das Geld und er hat mich dann erpresst. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Ja, natürlich. Schau, ich lasse sogar das Geld hier. Ich will das wirklich nicht mehr. Lass mich gehen, bitte. Ja, okay. Wir haben ja den wahren Verbrecher, Blake. Du bist wirklich nett. Vielen Dank, dass du mich gehen lässt. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Lia, schnell den Spray. Und hier... Komm schon, Lia. Komm schon. Bitte. Es darf nicht zu spät sein. Jack. Oh mein Gott. Du hast mich gerettet. Danke, dass du für mich gekommen bist, Jack. Naja, da du durch mich in diese Schwierigkeiten gekommen bist, ist das Mindeste, was ich machen kann, ist dich retten. Hier, dein Spray. Für einen Moment dachte ich echt schon, ich komme zu spät. Du bist mein Ritter in weißer Rüstung, Jack. Oh, wie kann ich dir nur danken? Was macht Blake hier am Boden? Nun ja, er hat mich attackiert und dann hat er ein bisschen was von meiner Karatekunst zu spüren bekommen. Hier, Herr Polizist, hier sind die Verbrecher. Verhaften Sie sie. Das sind die wahren Verbrecher, der die Schule demoliert hat. Ist das nicht der Multimilliardärsohn? Was macht er hier am Boden? Und Jack, solltest du nicht im Gefängnis sein? Naja, sie haben vergessen abzusperren und meine Freundin hier war in Schwierigkeiten und ich musste sie doch irgendwie retten. Sie müssen etwas Wichtiges wissen, Herr Polizist. Nicht nur, dass du die Schule demoliert hast, Jack. Jetzt attackierst du auch noch unschuldige Menschen. Dafür bekommst du lebenslänglich. Nein, das stimmt nicht. Ich habe die Schule demoliert. Denn Blake hier hat mich engagiert, damit ich Jack frame, damit er ins Gefängnis kommt. Sie müssen mir glauben. Warte, Blake hat dich engagiert und du hast die Schule demoliert? Und Jack ist nur ausgebrochen, weil sie mich gefangen halten wollten. Sie wollten Luna ja nicht glauben. Es tut mir wirklich leid, Herr Polizist. Bitte, die zwei sind unschuldig. Ja, die Beweise sind eindeutig, also... Blake, nur weil du reich bist, glaubst du, dass du dir alles erlauben kannst. Du kommst jetzt sicher ins Gefängnis und ich werde deine Eltern anrufen. Und ich werde eine Aussage machen. Na dann komm mit, du kleines Würstchen, du.
Wir haben es geschafft. Ich meine, du hast es geschafft, Lia. Danke. Ich kann's nicht glauben. Ich habe deine Unschuld bewiesen und die Polizisten haben das ganze Geld hier am Boden vergessen. Was sollen wir nur machen? Wir könnten es zur Polizei bringen. Oh nein, die würden es nur zurück zu seinen Eltern geben. Ich weiß genau, was wir machen werden. Komm mit, ich habe eine Idee. Lia, das kannst du doch nicht machen. Hey, warte auf mich. Seitdem dieser Blake die schlechten Bewertungen im Internet geschrieben haben, sind keine Gäste mehr gekommen. Ach, zum Glück, ihr seid noch hier. Ich habe ein kleines Geschenk für euch. Diese 1 Million ist für euer Geschäft. Was? Das sind 1 Million Euro? Wieso geben sie uns das? Ich meine, sagen wir es mal so, Blake will sich dafür entschuldigen, was er euren Restaurant angetan hat. Und deswegen hat er 1 Million für euch. Oh mein Gott, vielen Dank, junges Fräulein. Sie retten uns das Leben. Wir wären sonst bankrott. Ach, das ist das Mindeste, was ich machen kann, nachdem Blake sich so aufgeführt hat. Bitte, haben Sie kein schlechtes Gewissen. Nehmen Sie einfach das Geld und renovieren Sie einfach das komplette Restaurant. Dann werden die Gäste schon wieder kommen. Tausend Dank, junges Fräulein. Und Sie auch, junger Herr, vielen, vielen Dank. Ich bin sprachlos, dass es so gute Menschen auf dieser Welt überhaupt noch gibt. Ich habe nichts damit zu tun, das ist nur Lia hier. Sie ist dafür verantwortlich. Naja, eigentlich ist Blake dafür verantwortlich. Ja, das stimmt, auch wenn er das unwissend gemacht hat. Na gut, wir müssen dann weitergehen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Liebe. Oh, warten Sie, gehen Sie noch nicht. Papa, schenk hier irgendwas. Oh ja, stimmt. Also Sie können jederzeit zu uns essen kommen und das Essen geht aufs Haus und das Ihr Leben lang. Sie müssen niemals hier bezahlen. Oh, das ist super lieb, aber das kann ich doch nicht annehmen, wirklich. Aber vielen Dank. Unser Restaurant ist gerettet, wir müssen nicht schließen. Und so haben wir mit dem Geld, was er dem Verbrecher zahlen wollte, das Restaurant gerettet, was er versucht hat zu zerstören. Ein paar Tage später wurde ich zum Gericht gebeten, um eine Aussage gegen Blake zu aussagen. Bringen Sie den verurteilten Verbrecher rein. Der Angeklagte ist hier, euer Ehren. Herr Blake, Sie sind angeklagt, weil Sie beschuldigt worden sind, jemanden zu engagieren, um die Schule zu demolieren, damit Sie jemand anderen ins Gefängnis bringen. Ja, das stimmt, euer Ehren. Das habe ich gemacht. Aber ich habe es nur gemacht aus Liebe. Das ist doch verrückt. So etwas macht man doch nicht aus Liebe. So etwas macht man, wenn man nicht ganz richtig im Kopf ist. Blake, ich habe dir oft genug gesagt, dass du nur ein Freund für mich bist. Ein sehr guter Freund. Du warst, in der Kindheit waren wir wie Geschwister. Du warst wie ein kleiner Bruder. Ich war eifersüchtig auf dich, weil du immer so eine starke Person warst. Ich wollte auch so sein wie du. Schauen Sie, Herr Blake, ich werde Sie nicht bestrafen. Aber ich habe Leute angerufen, die Sie in meinen Namen bestrafen können. Oh nein, sagen Sie bitte nicht, dass Sie meine Eltern gerufen haben. Oh doch, das hat er. Blake, was hast du dir nur dabei gedacht? Papi, Mami, bitte, also ich... Ich glaube, Sie wissen, was Sie zu tun haben, oder Mrs. und Mr. Blake? Du glaubst also, dass du mit Geld all deine Probleme lösen kannst und sogar Verbrechen machen kannst? Garantiert nicht. Ab heute wird sich einiges ändern, mein Lieber. Wir nehmen dir all dein Geld weg und du wirst ein normaler Junge sein, so wie alle anderen. Bitte, bitte alles, alles nur nicht das. Das Geld ist doch mein bester Freund. Was soll ich ohne mein Geld machen? Das hättest du dir vorher überlegen sollen, mein Lieber. Und jetzt komm, wir werden nach Hause gehen und dort werde ich all deine Sachen wegnehmen, dass du nur noch ein Bett, einen Tisch und einen Kasten in deinem Zimmer hast. Hätte ich gewusst, was das für eine Strafe geben wird, ich hätte das niemals gemacht. Jack, Lia, es tut mir so leid. Ich kann nur für dich hoffen, dass sie dir wirklich vergeben. Denn wenn nicht, musst du mit der Schuld dein ganzes Leben lang leben. Jack, Lia, es tut mir wirklich leid. Ich werde mich ändern, ich verspreche es. Das hoffe ich wirklich, Blake. Das hoffe ich vom ganzen Herzen. Und vielleicht können wir dann doch wieder Freunde sein. Und jetzt komm, gehen wir nach Hause. Du hast übrigens auch Hausarrest für die nächsten 20 Jahre. Hast du das gesehen? Er hat sich entschuldigt. Ich kann das nicht glauben. Es ist vorbei. Ich wollte nur noch eins sagen. Ihr zwei seid wirklich ein Traumpaar. Ach, hören Sie auf, Herr Richter. Los, Jack, gehen wir. Ich werde sonst ganz rot. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben heute unseren Abschluss, Jack. Kannst du dir das vorstellen? Und wir haben beide die Schule mit Auszeichnungen bestanden. Lea, ich wollte dich etwas fragen. Und zwar, magst du vielleicht, also nur wenn du Lust hast, du musst nicht, aber magst du vielleicht nachher mit mir... Jack, was bist du so rot? Sag es doch einfach, sei nicht nervös. Okay,
Lia, möchtest du mit mir bitte auf ein Date gehen? Oh, Jack, das würde ich liebend gern machen. Ja, ich will. Du machst mich einfach zum glücklichsten Mann der Welt, Lia. Lia, Jack, habt ihr etwa rumgeknutscht? Oh, Luna! Ach, ich weiß doch von Anfang an, dass ihr euch mögt. Du brauchst jetzt nicht schüchtern sein, ihr könnt ruhig weitermachen, mir ist es egal. Nun ja, wir werden heute am Abend unser erstes Date haben. Habe ich mich eigentlich bei dir bedankt, dass du Jack gesagt hast, dass ich in Gefahr war? Ja, Lia, hast du. Und zwar, ich glaube, schon 10.000 Mal, aber ich höre es immer wieder gerne. Was meinen Sie, Frau Lehrerin, dass ich durchgefallen bin? Habe ich etwa dann keinen Abschluss? Nun ja, nein, das heißt es doch nicht, aber wenn du im Sommer die Prüfung nicht bestehst, dann musst du das Jahr wiederholen. Aber wie konnte ich durchfallen? Ich habe doch lauter Vierer und Fünfer geschrieben. Oh, wahrscheinlich deswegen. Oh Mann, ich will nicht nochmal das Jahr wiederholen. Ja, dann setzt du dich besser nach Hause hin und lernst, Vanessa. Dann, wenn du es schaffst, dann musst du nicht wiederholen, okay? Tschüss. Hey Vanessa, du brauchst nicht weinen. Schau, ich gebe dir Nachhilfe, okay? Ich bin sehr gut in diesem Fach. Du schaffst das schon. Oh Luna, ich war immer so gemein zu euch und du hilfst mir trotzdem. Du bist echt ein guter Mensch. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Ich helfe dir liebend gerne, Vanessa, okay? Aber dafür musst du mir versprechen, dass du immer nett bist. Ja, ich verspreche es dir. Ich werde immer nett sein, wirklich. Es tut mir leid, Jack und Lia, dass ich so gemein zu euch war. Und dir natürlich auch, Luna. Ihr seid wirklich gute Menschen. Und ich hoffe, dass ihr mir irgendwann mal vergeben könnt. Ach, Vanessa, vergeben und vergessen. Neues Jahr, neues Glück. Vanessa, das war echt eine schöne Entschuldigung. Ich nehme deine Entschuldigung an. Komm, wir fangen heute gleich mit deiner Nachhilfe an. Die Prüfung schaffst du mit links. Hast du das gesehen? Sogar Vanessa hat sich entschuldigt. Also jetzt kann unser Leben nur noch perfekt werden. Das erste Date verging wundervoll. Und danach hat er um meine Hand angehalten. Und ich habe Ja gesagt. Und dann war es schon soweit. Die Hochzeit stand vor der Tür. Da kommen sie, wow. Herzlich willkommen zur Hochzeit von meiner bezaubernden Tochter Lia und ihrem zukünftigen Ehemann Jack. Herzlich willkommen zu unserer Hochzeit, Leute. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Also Lia, möchtest du Jack zu deinem Ehemann nehmen? Ja, ich will ihn heiraten und für immer mit ihm zusammen sein. Und du, Jack, möchtest du Lia, meine Tochter, zu deiner Ehefrau nehmen? Ja, ich will sie lieben und ehren mein ganzes Leben lang. Nun seid ihr Mann und Frau. Ihr könnt euch jetzt küssen. Leute, wir sind jetzt Mann und Frau. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Und jetzt fangen wir an mit der Party. Woo! Oh, vorher sollen wir noch schnell den Brautstrauß werfen. Los, alle Single-Leute in die Mitte. Ich will den Brautstrauß. Oh, vielleicht haben wir Glück. Okay, macht euch bereit. Ich werfe ihn jetzt. Und hau ruck. Ich habe wirklich den Brautstrauß gefangen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ha, Luna wird als nächstes heiraten. Ich hoffe, wir sind eingeladen, Luna. Luna hat es wirklich verdient. Vielleicht kann sie dann ihren Freund heiraten. Hättet ihr euch vorgestellt, dass wir jemals mit Blake und Vanessa zum Schluss auch noch befreundet sein werden? Wir hatten eine tierische große Party und es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und die Zeit verging wie ein Flug. Hey Stinky und Kaka, fang mich, los! Oh, das Baby schläft. Wir müssen leise sein, Stinky, okay? Miau, miau, miau! Stinky, ich hab doch gesagt, wir sollen leise sein. Das Baby schläft. Schätzchen, ah, du bist hier. Oh, vorsichtig, das Baby schläft. Nicht, dass es aufweckt, okay? Du bist einfach eine so gute große Schwester, wie du einfach auf dein kleines Brüderchen aufpasst. Ich habe mein Brüderchen lieb. Ich gehe jetzt, damit ich ihn nicht aufwecke. Komm, Fifi, komm, Stinky. Lia, schau mal, wer zu Besuch gekommen ist. Dein Papa. Ich bin hergekommen, um meine kleine Nichte und meinen kleinen Neffen zu besuchen. Oh, Lia, ich bin so stolz auf dich. Oh, ich sehe, unsere kleine Tochter hat die Süßigkeiten gefunden. Hey, lass sie stehen. Ja, sie liebt Süßigkeiten wie ihr Papa. Schau mal, wie er mit ihr jetzt rauft um die Süßigkeiten. Ich glaube, ich gehe mal und helfe deiner Tochter, deinen Mann zu besiegen. Ach, ich bin so glücklich. Mein Papa ist hier. Ich habe Kinder. Ich habe Jack geheiratet.
Zeit. Man kann doch sagen, Happy End, oder Leute? Ich habe meinem Sohn und meiner Tochter noch keinen Namen gegeben. Habt ihr vielleicht Vorschläge, wie ich meine Kinder nennen kann? Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und das ist auch schon das Ende der Geschichte. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und ihr seid zufrieden mit dem Ende. Falls die Story euch wirklich gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video posten. Und jetzt bedanke ich mich noch bei unseren Superfans. Vielen Dank, Pepsi Cola. Ich trinke am liebsten Pepsi Cola. Danke dir, Sulia, dass du immer bei unserer Premiere dabei bist. Hey Ha, danke dir, dass du findest, dass unser Haus schön eingerichtet ist. De Zani zockt, ich grüße dich. Vielen Dank, dass du unsere Videos schaust. Und danke dir, Emily von Lidl, dass du abonniert hast, den Videos immer einen Daumen hoch gibst. Vielen Dank, du bist echt ein Superfan. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar, gebt dem Video einen Daumen hoch und mit etwas Glück kommt ihr ins nächste Video. Wir haben auch TikTok und Instagram, dort könnt ihr uns gerne auch folgen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Story. Tschüss!